So, Hallöchen. Hi, na, hello. Hallo Internet, ich bin wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben wieder Action am Start. Warte mal. Ich muss noch kurz hier Dinge optimieren. Ja. Ja, mit einem Tag Verzögerung nach einer Woche streamfrei, nach einer Woche Urlaub. Sind wir wieder da? Heute gibt's V-Rising mit dem Psycho und dem Crush und die sind schon im Voice. Das ist ja wunderbar. Schaut mal gleich mal rein, warte. Hello. Hallo. Da sind sie ja wunderschön. So, dann schwenken wir darüber. Hello. Gut. Wie geht das alles, Leute? Ich gehe ja fortfahren und dann klappt alles. Sieht gut aus. Zombie-Geräusche. Falsches Spiel. Ich bin komplett hinig. Ja, wer nicht, ne? Wer nicht? Das da. Das sieht ja wirklich wunderbar aus. Ich stehe im Schatten, mir geht's gut. Ich glaube, ihr könnt rein. Und dann muss ich euch da einladen. Warte, warte, ich versuch's. Okay. Sieht okay aus. Ah, mit dem Psycho kann ich betäuben. Nur nicht spontan bewegen. Das ist das Wichtigste. Puh. Was hast du denn gemacht, um dich kaputt zu machen? Oh, Tobi, so viel. So viel. Urlaub. Ja, genau. Okay, Was verstehe. Sarko sagt. Ja. Ist nicht gesund, so Urlaub draußen. So, einen Bob sehe ich. Das Ah ist ja, richtig, die Steuerung gut. war ja hier. Die Steuerung war So. irgendwas. Ich weiß nicht so genau, irgendwas. Steuerung war auch da. Ja, es ist alles recht wild. So, wir haben Herzen. Wir haben Feuer. Wir haben Knochen. Schließe einen Raum im Schloss ab, in den du Böden verlegst. Ach so, wir haben das nie zugebaut hier. Ja, zum Holz Jo, bauen. das, Braucht man Wände für den Raum? Ja. Ja, du musst ihn ausschließen, halt Ach dann, ja. so, steinerne Schlosswände, sagt er. Auch Oh. Steine und so. Das heißt, wir müssen Steine abbauen. Sieht so aus. Sag mal, warum ist denn die Nebelschale da nicht Ah, aktiv? ja, wir wollten ja in die Mine, gell? Die wollten so einiges, ja. Die Ich. Nebelschale ist wahrscheinlich deswegen nicht aktiv, Uah! damit wir. Alles gut. Hoppala. Damit wir. Na, sag schon, nicht so viele Knochen Schotten. verbrauchen. Was, wenn du, Also du redest von der hä? Nebelschale da. Okay, ja, na, es reicht um die, die aktiv ist. Ja, da was bauen. Wie baut man denn? Ah, mit B. B wie bauen. Dann machst du doch an. Nebelschale. Ich hab nix. Schlosswand. Ist was drin? Ja, Tobi. Entschuldigung. Das braucht Ziegel. Nicht Stein. Stein, So, Ziegel und wo kriegen wir Bretter. Ziegel her? Aus der Ziegelei. Wir brauchen einen Grinder zum Mahlwerk. Dafür brauchen wir Wettsteine. Da müssen wir zuerst eine Säge, Kupfer holen. Dings. Bretter haben wir ein paar.
Sie mir zugehört? Ja. Ah, im geschlossenen Raum mit passendem Boden arbeitet das Ding besser. Okay, okay. Düsterholz, verfluchtes Holz, heiliges Holz. Heilige Schande, was es nicht alles gibt. Okay, ja. Das heißt, wir müssen zuerst irgend so einen Typen abschlachten. Dann mache ich die Feuerschale wieder aus, ja. Welche? Die hintere. Ja, wir haben eh nichts. Glaube ich. Wo macht man Ziegel? Im Mahlwerk, aber das müssen wir erst bauen. Ja, das haben wir noch gar nicht, okay. Ja, da braucht man Wettsteine, sonst müssen wir erst den Kupfer besorgen und den Boss besiegen. Okay, und der ist da bei dieser Markierung, oder wie? Der ist unser Nachbar, ja. Auf der linken Seite. Unser Nachbar, das ist ja hübsch, dass das unser Nachbar ist. Ja, dann zieh mal los, oder? Wie springt man nochmal? Mit Shift kannst du runterspringen. Also Shift Leertaste, hä? Nice. Leertasten brauchst du drücken, ja. Was? Ja. Ach, das war Leertaste. Was hab ich für Blut? Oh! Uah! Oh, dieses Spiel. Und wir hatten nicht genug Material, um den Psycho auch aufzuwerten, oder wie war das? Sonnen. Wieso habe ich geklatscht? Ich dachte, das hast du mit Absicht gemacht. Nö. Ah, sehr schön. Oh, hübsch. So, warte. Noch ein Keule, die drei, ja. Geil. Okay, cool. Warum habe ich zwei Äxte? Why not? Das sind Typen. Man hat normalerweise zwei Äxte. Nein, aber ich hab sozusagen vier Äxte eingesteckt. Oh, okay. Typ. Die haben alle nicht so richtig viel. Oh. Kann das sein? Richtig viel was? Hohe Prozentzahlen. Okay. Ah, so war blocken, okay. Ah, hat nicht Probleme. Gut. Aua! Ja, ich glaub, du bist gestorben. Ja, du bist gestorben. Das ist nicht gut. So cool. Irgendwer macht jetzt ganz lästigen Stun. Alter, wie viele sind denn das? Okay, ich hab dich theoretisch der belebt. Au, au, au. Nee, ich beleb dich noch wieder. Hat nicht geklappt. Muss erst Bogenschützen töten. Tobi, der Typ da ist stark. Was mache ich jetzt? Töten. Geht nicht, er ist stark. Dann bring ihn um. Bin schon wieder im Spiel. Oh, dammit. Okay, hab dich gleich. Uff, das war anstrengend. Zu heil ist die 8. Immer gern. Scheiße. Also man sieht aber nicht, wie viel das heilt, oder? Das heilt ein bisschen über Zeit. Gibt 6 Liter Blut. Okay. Ach, das war. Ich habe vorher versehentlich das Emote-Rad benutzt. Da unten die Truhen wollt ihr nicht? Ach, was? Die Truhe? Okay. Ist noch ein Typ.
Scheiße. Oh, richtig, wir haben ja noch den Move, den habe ich komplett vergessen. Welchen Move? Wie war denn das? Den da. Was macht denn der? Ja. Das Ding ist jetzt für Brio. Das ist das C. Aber nett. Endlich was Bisses. Ich drücke immer rein. So, dann gehen wir jetzt runter. War das alles hier? Yep, geh mal runter. Okay. Das waren viele Dudes. Ah ja, geht so weiter. Okay, alles klar. Haha! Was war da? Knochenarmbrust? Kann gut sein, lustig, wenn er hochfällt. Cool. Ja. Möchtest du haben? Weiß. Ich würde eine Armbrust probieren wollen. Ja. Jupp. Oder möchtest du Toto? Wenn du sie nimmst, dann nimm du sie. Da kommt ja bestimmt noch einen dazu, oder? Sicher nur was. Muss aber. Ich glaube, dass Fernkampf in dem Game gar nicht so daneben ist. Was geht's? Für manche Gegner ist echt fein. Ich glaube, mein Spiel ist ein bisschen zu laut. So, Effekte, Umgebung, Sprüche. Warte, was war das? Okay. Was? Ah ja. Den guten Errol? Mhm. Damn it. Was macht der so? Ah ja. Wow! Oh, okay. Oh, dammit. Hier sind Gesundheitskugeln, ne? Nein, nicht lernen! Au! Wie nimmt man die Kugel? Mit F, okay. Wow! Okay, du legst los. Wow.
Cool. Ariel. Das Aufsammeln überfordert mich. Also Banditentasche, wenn man möchte. Was macht eine Banditentasche? Plus fürs Inventarslot. Geil! Oh, ich bin mindestens interessiert. Liegt da auf die Schienen. Und Tobi, wie ist die Armbrust? Muss ich die noch benutzen oder ist die einfach? Die ist halt, glaube ich, als erstes sowieso automatisch. Ja. Oh nein, ich wollte mein Inventar nicht fallen lassen. Was? Es gibt einen Knopf im Inventar, alles fallen lassen. Okay, was ist das da? Höllen-Triple-Worker. Okay. Nützt nichts aus seinem Ausgang. Die Mine war schon mal sehr gut für unseren Kupfervorrat, glaube ich. Wie war das? Wir brauchen noch Leder oder so? Lehm, glaube ich, oder? Nee. Lehm? Was? Wofür weiß brauchen wir Lehm? Brauchen wir Lehm? Momentan nicht. Für Waffen nicht, oder? Achso, du hast gefragt, wie die Armbrust ist. Ich glaube, ich mag sie. Okay, cool. Ich hab so das wenig. Das ist 100er. 97 Bergarbeiter. Was? Okay. Mag den wir? Ich bin nicht mal da. Ja, ich würde ihn gerne nehmen. Ja, der ist schon da. Einmal draufhauen und glaub ich. Ah ja. Mein Auge juckt. Oh, was ist das? Oh, nix. Schade. So, und jetzt? Die Kamera retour gehen und dann. Was ist die Höhle da hinten? Das ist so ein Durchgang für später mal. Das kannst dann. Also, ich glaube, von da können wir nicht rein. Du musst. Von der anderen Seite können wir so. Da steht. Waypoints. Okay, da steht Eingang, keine Ahnung. Ich dachte, da kann man rein. Es ist ein Höhlengang, kein Höhleneingang. Oh ja. Tatsache. Das ist so wie ein Fixportal zwischen zwei Punkten halt, was du kannst. Okay. Nein.
Oh, dann will ich. Nein, doch nicht. Da muss doch irgendwo was Gutes sein. Warum? Weil die alle scheiße sind und mir das Blut ausgeht. Ja, wahrscheinlich noch die Hälfte von Plus. Hälfte? Hälfte? Ja, war mal viel zaubert. Hälfte hätte ich gern. Hoppala. Und so nur ein bisschen weniger. Oh, Brudi. Da, Tierhaut, das wollte ich. Ah, da war der Bär. Der Bär hat 48. Jo, gönnst dir. Schaffe ich den alleine? Jo, sicher. Das bin gleich da. Ja, schaffe ich. Nice. Ich bin jetzt Kreatur. Ah, erhöhter Sonnenwiderstandswert. Sehr geil. Wir müssen Waffenschmied vom Wettstein erst machen. Echt jetzt? Willst du jetzt noch einen machen? Wir haben doch jetzt die drei, oder? K war das. Der Rufus bringt die Holzwerkbank. Ja. Also, Zauberpunkt Chaos, Lager, Kupferfackel. Oh. Ja, okay. Jo, nein, einen Waffenschmied brauchen wir. Aber müssen wir erstmal bessere Sachen machen. Ich verstehe. Ausrüstung Stufe 24. Das waren jetzt die drei. Okay, dann kommt Grayson und Gorswine. Gorswine, der Verwüster. Der eine ist weit weg, der andere in der Nähe. Na gut. Na gut. Dann machen wir folgendes. Inventarcheck. Oh ja. Oh Gott, was war das jetzt noch mal alles? Kupfer, Herzen, Faden. Sehnsüchtiger Klunker. So, wie haben wir denn das Zeug sortiert? Einfach da reingeknallt. Hä, das deckt über 1000. Oh, das deckt über 1000. Ein Schmelzofen. Ach so, ja gut, ihr habt die schon. Okay. Steinstein. Wieso sind Kupferbahnen in der Eingabe? Oh, ich habe einen Baumwächter gefunden.
Einen was? Einen Baumwächter. Ist das gut? Weiß nicht, der hat einen toten Kopf. Tobi. Das ist ein bisschen heftiger wahrscheinlich. Lass das doch. Warum bist denn du nicht in der Base? Ich war da gegenüber und wollte Material farmen. Hast du den Wald provoziert, Tobi? Wie kommt man überhaupt dahin? Das Umschalt zum Springen. Ui. Der macht ganz schön Aua. Oh, ja. Weißt du, ich habe gerade schönes neues Blut, Tobi. Ich tu dem nicht viel. Hast du denn so weit runterbekommen? Ja. Was ist der empfindlich? Weiß nicht. Die Axt? Armbrust. Probier die Axt. Ja, die Axt ist besser. Er ist ein bisschen lame zugegeben. Ja, ne? Aber er fällt schön. Au. Er verwirrt. Ja, der kann auch ordentlich wehtun, der Junge. Wie lange? Okay. Nice. Hat der irgendwas Besonderes gedroppt? Weiß ich nicht. Aber mein Inventar ist voll. Also ich hab nix krasses rausbekommen. Ach, das geht ja immer. Dafür reicht's noch nicht, ne? Da hinten ist so eine hübsche Blume. Die will ich. Oh, ich kann tatsächlich nicht mehr tragen. Ja, nimmst du das Holz noch mit? Mach ich. Geh dann mal rüber. Ach, Umschalt. Hier ist mal wieder. Shift und F. Ja, du, wenn man Springen mit Leertaste gewöhnt ist, ist das ganz schwierig. Ja, ich weiß. So. Also, ich war hier. Dann ist alles eskaliert. Feuerblüte. Haben wir hier schon mal Pflanzenfasern, Papier, Tierhäute kann man gerben, ne? Ach Mann. Die geben Leder, Knochen, Lehm, Steinstaub. Das war Sägezeugs. Nein! Unser Schmelzofen ist voll. Aufteilen ist mittlere Maustaste, okay. Schmelzofen ist voll. Ja. Der muss mal. Können wir einen zweiten bauen? Sicher. Muss gut bauen. Tobi. Aber ich würdest du mal. Einfach ballern. Die Schmiede-Bodenbelag haben wir freigeschalten. Also ich zumindest hab's frei. Keine Ahnung. Wie hast du den Raum gemacht? Wenn wir die... Ich brauche Steinziegeln zuerst. Schmiede-Bodenplan? Wo macht man den denn? Ich bin hier ganz Malwerk. Offiziell komplett am Rumnuben. Da ist so eine Kiste, da sind über 9000 Steine drin. Krass. Mittlere Maustaste war das. Kommt ein Juwel auch zu den Edelsteinen oder wo tut man das hin? Die Juwelen, was die Fähigkeit schon freigeschalten hast, kannst du das kleine einsockeln. Das kann ich sockeln. Im Zauberbuch. Im Zauberbuch. Wo ist das Zauberbuch?
Mit Escape muss ich gerade aufrufen. Mit J. Da gibt's einen Sockel. Ah ja, Schattenblitz. Heilt dich beim Treffen eines von Lebensraub betroffenen Ziels um 2,1% deiner maximalen Gesundheit. 2%. Das ist aber nicht viel. Gibt eine bessere Juwelen. Ich habe ein Juwel drinnen. Ich hoffe, das ist gut. Bisher ist keiner. Ja, wahrscheinlich. 2%, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Zauberpunkt verfügbar. Ach, das war das andere. Was war das? Chaos Magie. Habt ihr euch da schon entschieden? Das Nachbeben Nummer. Brand. Ja. Die Explosion ist irgendwie nice. So, Chaos-Salve. Feuere 2 Chaos-Blitze in Folge ab. Nachbeben. Kraftschub. Oh, Kraftschub ist aber auch geil. Okay, so. Tobi, was nimmst du? Im Süden gab es Steine zum Holen. Ich zieh schnell auf Süden. Tobi, mute. Ja, ich tendiere zum Kraftschub oder der Chaos-Salve, aber ich bin unschlüssig. Ja, same. Soll einer das eine nehmen und der andere das andere? Okay, was willst du? Willst du lieber pushen oder draufhauen? Ich hab bis jetzt nur draufhauen-Skills. Dann nimm du den Kraftschub und ich nehme die Chaos-Salve. Okay. Ich werde auch meinen Blocken dagegen austauschen. Ach so, ob ich das nur lasse. Haha, ich kann ja nur so viel. Warum hat man so wenig Skills, Psycho? Ha? Warum hat man so wenig Skills? Waffenfähigkeit. Ja, du mit besseren Waffen kriegst speziellere Fähigkeiten. So, mit den Waffen. Die Sonne geht auf. Wenn wir dann Bronzewaffen haben, haben wir eine zweite Fähigkeit dazu. Aber die magischen bleiben beschränkt. Das sind halt. Wenn ich jetzt den Schattenschleier drin lasse, sind das 2 plus Ulti. Du hast da Bewegungs-, also Movement Skill, dann hast du zwei Slots für andere und du hast eine Ultimative noch, ja. Das ist echt nicht viel. Nö. Okay. Ich bin Inventar überfordert. Was war das? Rechtsklick. Ich glaube, wir brauchen keine Knochen sparen. Wir haben eh noch über 1100 im Lager. Stein. Hier schon Reiseumhänge? Sehe ich das? So. Da. Ich würde jetzt Waffen machen. Nein, habe ich nicht. Was für Waffen willst du denn? Kupferwaffen. Zuerst, Tom. Ich hätte gern die Armbrust. Einmal eine Armbrust. Okay. Zuerst Speer und Schwert, glaube ich. Passt. Kupferarmbrust und zwei Speere. Das erste. Aber sollte man nicht?
Warte mal. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Bergarbeiterkeule. Oh. Die ist eine Stufe höher als das andere Ding. Gut. Kann ich mit der Bergarbeiterkeule das Schwefel zerhauen? Schon hübsch, oder? Alter, was hast denn du? Ja, von So dem Ding hoffentlich rede bin ich ich noch nie ja. gedroppt, Alter. Tja, Nice. das schaffst. Achso, es Nice ist ist Zeit. Tag. Kacke. Schaut ein bisschen nach Borderlands aus, irgendwie. Es kennt Eichel Waffen holen. Okay, cool. Ich hab's einfach nur. Nice. Oh, ich stelle gerade fest, ich habe zwei Knochenarmbrüste, zwei verstärkte. Warum habe ich das? Ja, Warum habe ich noch ein Schwert? 57 Woher habe ich Prozent. das? Die Light droppen dieser. Wahrscheinlich. Gib's einmal auf, weil vielleicht wollen wir die noch und brauchen wir Waffen Wo oder tue ich das sonstiges. sinnvollerweise jetzt hin? Das mal in der Kiste rein oder so, keine Ahnung. Ja, Meine mache ich ich. schon voll mit Graffeln. Ich bin leider höchst überfordert mit Kisten und allem und überhaupt und Wird dann eh nur besser. wo was Wartet dann. hingehört und was ist das da eigentlich? Und da unten der Lehrer trinkt Kupferschwert noch. noch gesagt, gell? Wenn wir genug Zeug haben, ja. Ja, Da war die und Kiste. nur. Okay, machen wir so jeder Runde zwei, weil es geht eh aus. Kann ich Waffen auch wieder zerstören? Später Jeder dann, kriegt ja. zwei Waffen, sagt er. Bitte. Da hätte ich gerne noch den Speer. Na komm, schadet nicht, Tobi. Noch Aschbär, okay. Und nimm die Kupfer-Äxte. Wo sammeln wir Herzen? Warte, Herzen kriegt das Dings da, gell? Nein, Herzen werden verkraftet im In der Blutpresse links. Blutpresse, da. Oh, oder rechts, je nachdem. Unbeflecktes Herz. Verdorbenes Herz. Öl, Gräte, Blutessenz. Verbesserte Blutessenz. Oha. What's this? Oh, cool. So, Waffen hast du gesagt, liegen rum. Ja, ich habe also gleich dein Schwert wolltest du noch haben, oder? Die Keule. Schwertkeule. Ich hab die Keule. Warte mal, welche Stufe? Das hat jetzt Stufe 9, okay. Ich glaube gerne Schwert, ja. Passt. Ist cute. Ring kann man nur einen tragen, sehe ich das richtig? Ja. Ich, ach so. Die sind unglaublich teuer. Aber diese Ringe würden uns auch weiterbringen. Reiseumhang, Tuch und Leder. Ah, da ist Sonnenwiderstand drauf. Ich will Deswegen hatte sowas. ich danach gefragt, ja. Ja, ich will sowas, Tobi. Aber Tuch haben wir nicht, oder? Nicht viel. Irgend so eine Truhe war ein bisschen Zeug. Wir haben 9 Tuch, damit können wir nur einen Umhang bauen. Müssen wir nicht zwei bauen können? Kostet der nicht 5? Glaube vier. Stimmt, 4 kostet er. Wir brauchen 8 Tuch, 8 Leder für 2. Wie viele Saphire haben wir? Genau 4. Ein Nebelstein. Was ist denn jetzt ein Nebelstein? Zauberweberin, Hexenmeister, Zauberkraft, kritisches Chance. Bessere Blutessenz. Habt ihr noch Papier? Totengräberring. Nice. Kann man nur was lernen.
Okay, wo kriegen denn wir einen Totengräberring her? Wahrscheinlich von den Kommanden. Okay, weil den haben wir nicht, also können wir die besseren Ringe gar nicht machen. Ah, da ist die Noch Armbrust. nicht. Boah, eine gnadenlose Kupferarmbrust. Ich hätte Also später auch. Schaufelten, ja. Ich hätte Ich brauche. später auch gern so eine Armbrust. Wettstein wird man holen, das ist im Süden. Wenn wir es sowieso brauchen für das Malwerk. Okay, ich brauche 12 Wettsteine. Die haben wir nicht mehr, ne? Die Basis. Wenn wir Glück haben, geht es ja aus. Aber ich glaube, dass wir da unten nur gerade ausgegangen werden, dass wir starten wollen, okay. Das Spiel ist schon wieder ein bisschen verrückt. So, es bricht gleich wieder die Nacht rein und können wir wieder losziehen. So, also ja, ich habe mein Schwert, da liegt noch ein Speer rum. Wem gehört der? Könnte meiner sein. Was drehende Kamera? Richte mal. Ach so, ja, Kamera drehen wir gar nicht so blöd manchmal, gell? Okay. Ich habe die Steuerung komplett vergessen. Also alles wie immer, würde ich sagen. Ja, du wolltest da nach Süden. Wollen wir jetzt oder Dann, in der Nacht los? Es wenn wir ist keine jetzt Nacht, also losgehen, ich wird kann es in der gleich Nacht Nacht. losgehen. Genau. So, tatsächlich Inventar lernen. Ist. Ich brauche mal einen Gräschen-Zähler. Wo lege ich einen Quatsch hin? Sowas wie einen leeren Trinkschlauch. Den habe ich einfach dabei. Damit kann man doch dieses. Ne, die Salbe war es nicht. Keine Ahnung, ich habe den einfach im Inventar. Oder weißt du was? Ich schmeiße in meine Kiste. Alles, wo ich keinen Plan habe, habe ich jetzt in meine Kiste geworfen. Da liegt auch noch Lehm, lol. Geh mal los, Leute. Keine Zeit zu verlieren. Leder, ich habe noch Leder übrig, dammit. Ja, umschalt nicht Leertaste, dammit. Tobi? Ja, ich bin quasi da. Da bin ich. Darunter ist ein bisschen tief, ne? Na, das geht nicht. Ist mal links ausweich, also Boah, Westen. ey, dieser Drecksbaum. Wie geht die Wolfsform nochmal? Linke Steuerungstaste gedrückt halten. Ah ja. Danke. Bin ich jetzt echt mit dem Ding gesprungen? Wow. Sei gut, du bist fast tot. Ja. Scheiße. Ah. Nichts zum Heilen. Kann dir gleich was geben. Warte kurz. Komm her, komm her, komm her, Hier. komm her, komm her. Hier liegt Ungeziefersalbe. Warte, Einmal hier. 67, stopp! Das war knapp. Das habe ich gerade noch gesehen. Zwei Wettsteine. Nice. Okay, wir können das Malwerk bauen. Ich habe auch Wettsterne. 8 Stück. Und zum Aufschließen der Kisten. Wo Schlüssel?
Oh, aber... Geil. Y-Inventar, oje. Achtung, das sind noch mehr. Noch mehr Wettsteine. Wir sollten echt die ganzen Kisten zerschlagen, wenn wir Wettsteine so dringend brauchen. Oh, oh, der ist auf. Oh, fuck. Jawohl. Gib ihm. Wir kriegen Besuch. Schwert, 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 Schwert. Oh, hallo. Au. Na, was wollte ich ausprobieren? Oh. Ah, ja. 70er. Haha. Geil. 70? Okay, den müssen wir aussaugen. Wer ist der Schwächste? Ich bin jetzt irgendwo knapp unter der Hälfte. Ich bin... ja. Braucht den. Gut, gut. Ich hab 67, was hast du, Tori? Du, schau mal auf deinem Leben. Du hast einen 97er? Ja, ja. Ja, arbeite da halt. Alter. Keine Ahnung, was Arbeiter bringt. Bringt Chance von 3% eine Ressource sofort zu zerstören und einen Temposchub auszulösen. Ja, okay. Erhöhter Ressourcenertrag. Und erhöhter Schaden gegen Ressourcenobjekte. Und erhöhte Galoppgeschwindigkeit eines Reittiers. Ich habe kein Reittier. Ah, so sieht das aus. Kamera ist mein Feind in dem Spiel, glaube ich. So, ich muss kurz retour Psyberleiter im Inventar. Das ist schlecht. Achso. Hm. Okay. Naja, was hält sie eigentlich? Ich kann kein Leben regenerieren, aber weil 1 zu 1 verliert wird. Und wir haben schon das erledigt, was wir wollten, richtig? Ja. Ja, dann können wir ja. So. Steuerung. Ich bin froh, dass ich es überkosten habe. Tobi, was hältst du davon, wenn wir da vorne noch so eine Tür bauen? Wo ist denn da vorne? Da, wo wir gerade rein sind. Hier. Warum? Damit wir da einen Ausgang haben. Aber wir haben doch hier einen Ausgang. Das in die andere Richtung. Ritterkupferbahn. Aber hier ist doch, hier kann man doch rausgehen. Jetzt, Tobi, wir brauchen einen geschlossenen Raum. Ja. Ja, deswegen Stein brauchen wir Böden. Böden können wir jetzt schon bauen. Ja, aber keine Steinwände. Ja, chill. Geht schon. Geht schon was? Steiner können wir es. Steiner können wir? Das glaube ich seine. Na dann, let's go. Ihr könnt mal wieder gebaut. Wo ist das? Hä? Bin ich ja blind? Ach, da hinten. Tobi? Platz war. Ja. It is time. Okay. Okay. Auf Krabbenmuffe. Mhm, mhm, okay. Nice. So, wie macht man das? Boden legen. Fundament. Unebener Boden. Schlossbodenbelag. Unsichtbares Fundament. Da steht ja noch ein Baum. Der muss da weg.
bisschen Schwefel. So, dann haben wir da auf gleich. Sako, kann man die Wände ersetzen oder aufwerten oder muss man die erst abreißen? Man kann Wände. Weißt du, kann man drüber bauen? Weiß gerade gar nicht. Man. Du zlegst einfach. Oder. Spiegel. Oh. Ja, ich will es jetzt noch nicht zerlegen, solange wir die anderen haben. Allgemeines Lager. Materiallager. Wir haben jetzt die besseren Kisten auch schon für Kupferbahnen. Werkbank, Holzbank, Sägewerk, Ungeziefernest, Forschungstisch, Armbaufläche, Deko, Möbel, Statuen, bloody hell, Fackel, Feuerschein. Es gibt echt viel Krams. Da hinten ist auch noch nicht fertig gebaut, gell? Wo macht man denn die? Dein Zeugs ist gewachsen, meinst du nicht? Ist wert. Ich weiß nicht, wie groß die Schmiede ist, Sako. Kein Plan. Mach halt einfach mal. Aber wo wollen wir es hinhauen und wie groß machen wir es? Was bedeutet, wie groß, was ist die Schmiede? Du kannst. Also, du meinst jetzt einen Bereich mit dem Boden? Genau, also, was du die Maschine anschaust. Beispiel Normalwerk, was du oben gehst, ja, das habe ich gesehen. Gibt es Kategorien, wo es Bonus kriegt und sowas. Und ja. Für die Schmiede halt dann wird es günstiger und schneller. Okay, ja, was ist denn Schmiede außer der Schmelze? Du hast unter beim Fundament, unter Schloss, beim Bauen, ja, so ein Schmiedebodenbelag. Oder musst du das bei Schlossboden? Forschungstisch. Nein. Beim Forschungstisch noch. Achso, ich muss das erst holen. Geben muss. Ah ja, ich sehe gerade Ring der Dämmerungswächterin. Ja dann. Gnadenlose Kupferarmbrust lernen. Nice. Brunnenanlage. Ein Brunnen mit Wasser, mit dem man nichts anfangen kann. Oh, wie schön. Genau meins. So, Schmiedebodenbelag. Da ist er. Ja, jetzt verstehe ich. Naja, wir haben jetzt bis jetzt wie viel? Ein, zwei Schmiedegebäude? Dann reicht das so ein 4x4 Ding, oder? Es wird halt nur wesentlich größer. Also ich würde schon sagen, dass vielleicht. Ja, 4x4 klingt eigentlich ja gut. 4x4. Achso. Oder du machst das 6x3, ist da eben geschnitten. Schau mal, da ist so ein ganzes Eck hier. Da haben wir noch nichts. Dass man da den genau Boden macht. Da ist jetzt nur der normale Boden. Drei verschiedene Sorten, sucht dann so aus. Drei Sorten, was? Sucht. Jungs, ich muss drei gleich mal Katzen füttern. An Schmiedeböden. Ich leg mich für die Zeit einfach drauf. Okay, warte. Ja. Der Schmiedebodenbelag. Ist natürlich wichtig, welches Muster man nimmt, ja klar. Ich bin fürs Erste, ich finde das hübsch. Das Erste ist hübscher. Glaube ich. Man kann dann eh immer nur aufstocken. So, dann klaue ich mir mal so Ziegel. Und so noch mehr Ziegel. Und ein bisschen Kupfer.
du kannst gern schon abbauen, ja. Ich versuche mich da ein bisschen. Was brauche ich? Ziegel, Kupfer und Bretter, gell? So, Bretter haben wir. 169, das ist gut. So, du hast da weggebaut. Also Schmiedebodenbelag. Mal 3 wäre das schon mal. Wir könnten das Eck. Ah, aber wenn wir es bebauen, kommt der Stein nicht mehr, gell? Nein, ich glaube, das ist sehr groß. Lass wir mal die 3x3, wir können es ja erweitern. Das, ja, was fürs Erste. Genau. Gut, dann hätte ich gern so Steinwände. Was? Let me check this. Ich muss jetzt bauen Schlosswand, ne? Schloss, Eingang, Schloss, Fensterwand. Schlosswand. Ist dies one? Okay. Ein Fenster, weil Fenster sind sexy. Oh ja. Okay, da sehe ich uns. Jetzt wird's muckelig. Das Fenster ist aber irgendwie interessant. Da unten liegt was, Mist, ich musste. Kann ich durchs Fenster springen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Da unten liegt was, jetzt muss ich da raus. Mann. Na, geht nicht. Oh fuck, was bin. Psycho? Ja. Was zur Hölle? Da läuft. Ein Leichenstapel. Was ist das? Was macht das da? Ich will nicht da runtergehen. What the heck? Okay. Warte mal. Der ist ja eklig. Ich mach das gar. Den Leichenstapel? Ich geh mit. Wieder in Action. Oh fuck! Nein, nicht bekämpfen. Ich wollte eigentlich nicht? Nur holen. Ja. Ah! Er macht irgendwas. Nein. Ja. Der ist stark. Der Stapel. Jupp, das sind auch richtig stark. Das ist wie Tobis Wald hier von vorher. Weise. Na, natürlich spät drauf. Entsteht der, wenn da unten zu viel rumliegt, oder wie? Na, das spawnt einfach. Einfach random. Einfach so einen fetten Boss direkt vor der Base. Der ist schon wild. Der ist vor allem viel zu strong. Au! Scheiße, macht der Damage. Du? Ich glaube, wir kriegen den nicht. Nicht schnell zumindest, ne? Da kommen Wächter. Meinst helfen die uns? Die sollen mal kämpfen, ja. Ja, genau, ich finde auch. Es läuft aber dir nach, gell? Es läuft mir hinterher, ja. Die beiden haben uns noch nicht gesehen. Tier halt kurz. Warte, er kommt auf sie zu. Oh, die. Ah, doch, die kämpfen. Ja. Okay, dann, Boys. Ja, die machen richtig Damage bei ihm. Hä? Ja, nice. Was soll denn das? Aber er war nicht der Sie. Okay. Wir müssen dann Olenken.
Der macht mehr, der macht mehr Damage bei ihm als wir. Der soll uns ein bisschen unterhauen. Au! Jetzt geht er auf mich. Nicht gut. Ja. Hat uns gut geholfen. Ich wäre gern so ein Leichenstapel. Ja. Das war keine gute Idee. Scheiße. Warte mal, der Hammer müsste besser sein gegen den, ne? Oh ja, ich bin so... Die Sensen ist besser. Der Hammer ist super. Mein Hammer ist nur Stufe 7, aber macht 11 Schaden bei ihm. Ich muss mal kurz heilen. I got this! Alter! Ja, Mann. Droppt er wenigstens Fett? Für Knochen, ja. Grabstaub hat er gedroppt, ist das gut? Grabstaub ist auch nicht schlecht. Und ein unbändiger Aufseherstiefel. Also das Wissen dafür. So, das heißt, ich gehe zum Forschungstisch und kann Stiefel lernen. Geil. Okay. Regenbogenforelle. Blutpresse. Ich muss sagen, ich bin da von allem ein bisschen überfordert zurzeit. Ja, gibt ziemlich viel. Es ist halt voll viel Krams und man hat keine Ahnung. So, das ist schon Blutessenz. Jo. Ich habe ein Knochenschwert gefunden. Okay. Meine Axt ist ziemlich schäbig. Aber wir haben doch Material, das wir uns vollständig aufwerten, oder? Warte mal, was war das? Achso, okay. Teppichrolle. Haha. Crazy, das Game. Da fällt es natürlich ein Wahnsinn, ist klar. Ah, du hast weitergebaut. Oh, wir haben ein Dach. Ja. Oh. Oh no. Ja, es gilt nur für dich. Echt jetzt? Ah, nö, nö. Ja, dann bau okay, dann pass nochmal. Jetzt geht's. Du musst nur einige. Ja, ich muss reingehen. So, da ist. Es kriegen wir nur mehr Ressourcen aus und das ist gar schneller. Das ist sehr gut, ja. Das ist echt dope. Das hat der Tobi sogar gehört. Arbeite klug, nicht hart. Schön. Achso, ich wollte das Kupfer noch gar nicht ablegen. I'm so confused. Steinziegelbretter. Lehm, Steinstein. Ich werde mich noch eine Weile muten und nebenbei was essen. Okay. Aber ich höre euch jetzt wieder. Okay.
Ja, ich habe Essen gesponsert bekommen. Nice, von den Katzen? Cool. Ne, von Miri. Achso. Die Katzen wollten von mir essen. Was? Liebe Grüße. Richtig, ich soll auch ganz liebe Grüße ausrichten. Oh ja, danke. So, Werkbank, was ist das mit den Waffen? Wer hat schon eine Kupferaxt, liebe Leute? Ich habe eine Kupferaxt. Du nicht, okay. Tobi. Dann baue ich zwei. Gut dann. Die Keule war super, nur aus Kupfer. Keule geht sich auch noch aus. Außer du baust dann Sachen ab. Ich hab eine Stufe 7 Keule, diese Bergarbeiterkeule. Ich mach mal eine Keule. Ja, ich mach mal eine Keule. Und hol mir mehr Kupfer. Also vom Werkzeug habe ich noch gar nichts mit Kupfer. Ja, alles klar. Kupferaxt kannst du holen. Genau, du kannst eine Axt haben, Tori. Ich gebe mich dann für einen Moment einfach zufrieden mit der Bergarbeiterkeule. Dann macht's ihr halt den, was auch immer er da ist, was ich machen kann. Und die krassen Bäume kann ich dann füllen. Ist schon cool, die Fähigkeit. Hast du mit der Bergarbeiterkeule eigentlich auch eine zweite Fähigkeit drauf, oder? Also, nein. Fähigkeit meine ich? Nein. Okay, dann ist das. Ich fürchte, ist genau eins unter Kupfer, dass die noch keine hat. Meine Personal Chest ist jetzt voll mit Waffen, die ich irgendwann zerlegen will. Super. So. So. Kurz mal Chaos lichten. Edelsteinstaub 20. Blutrose Papier. 4 Grabstaub. Staub, Wetzsteine, Tierhaut, Leder, boah. So, da ist Lehm drinnen, Keramikmaterial, okay. Das ist Steinmasse, das ist wieder was anderes. Und da ist der Steinstaub drinnen, genau, den wollte ich stecken. Ich habe eine boreale Krux gefunden. Kälteeinbruch verwendet aber keiner von euch, gell? Kälteeinbruch. Ich glaube, Psycho benutzt das. Doch, ich benutze das, ja. Okay, warte, dann drop ich's dir. Kann ich das einfach? Ja. Take it. Ich hab's nicht mal gelesen. Wie ist es das, was ich gerade hab? Ich hab. So, Teppichrolle. What is a Teppichrolle? Für Deko, okay. Der Hüttenschaden. Ich glaube, ich meins ist. Actually nicer. Die Knochen werfen wir immer in die Schalen, gell? Da sind auch überall welche drin. Ja. Ist ein Grabstab hin? Zuckt. Dann habe ich da in diese. Warte mal, Grabstaub. Das ist Grabstaub. Ich habe 20 Grabstaub dabei. Magst du 4 rausgeben oder. Ich gebe dir einen ganzen Stack, weil ich weiß eh nicht, wo der hingehört. Huch, die Sonne geht auf. Schockschwere Not. Schnell, die Schale! Puh, das war knapp. Wegen einem Teleporter. Teleporter braucht Grabstab? Ja, 4 Stück. Ist gemein, dass der was kostet. Dafür ist unser eigener persönlicher Teleporter. Achso, das ist unser Atom, okay. Diese Truhen kann man nur von einer Seite nutzen. Können wir die dann da an die Wand stellen? Das macht da nicht, da muss man jetzt rundherum latschen. Wir müssen das alles da umstellen. Ja, das muss man noch bewegen. Wobei, vielleicht machen wir das Schritt für Schritt. Ja. Ist wahrscheinlich gescheiter. So, hast du schon getestet, ob man Wände austauschen kann? Ich teste es jetzt. Ah, kann man einfach drüber bauen anscheinend. Warte. Ja, baut einfach drüber. Easy. Okay.
Viel schöner. Mein Hammer und ich sind zufrieden. So. Ich liebe diesen Hammer. Interagieren für ein Journey Step. Steinsarg? Bau ein Portal. Ah ja. Ich muss. Oha! Das ist ganz gemein da vorne. Weißt du was? Ich glaube nicht, dass wir Knochen sparen müssen. Na, eigentlich nicht. Ja. Wir müssen ja zu geizen. So, du hast die Seeds woanders hin. Wie weit geht so eine Feuerschale? Geht die 1, 2, 3 Felder? Kann das sein oder wie? Ich sehe das nicht so gut. Gute Frage. 1, 2, 3. Ich glaube, sie geht sogar 4. Und wir sollten sogar alles überdachen, glaube ich. An einen Steinsarg binden. Ich habe noch keinen Steinsarg. Bin ich überhaupt gebunden? Zum Schlafen halten wahrscheinlich schon. Kann ich meinen Sarg auf einen Steinsarg aufwerten? Schloss Säule. Oh, sexy. Fundament, Produktion, Garten, Dekoration, Möbel, was ist denn ein Sarg? Schloss, Dominanz, Holzsarg, genau, Steinsarg. Produktion, Dominanz. Da ist er. 4 Grabstaub, 2 rohe Amethysten. Scheiße. Ich kann... Weißt du, was nützlich wäre, sowas anzupinnen irgendwo? Skeletten. Oder was du Knochen im Malwerk gibt, dann muss man das Gewehr wieder an Post legen dafür. Wir brauchen so eine Anpin-Funktion. Mhm. Wie viele Amethysten haben wir? 4. Oh, das sind zu wenig. Was ist denn das? Es reicht nur das Anpin, das passt schon. Das ist dann nämlich das. Also, riesengroß. Können wir uns alle an den binden? An den Zelten? Dann wär's okay. Du hast Amethyst. Ich brauch noch den Grabstab. Den hab ich da reingekramt. Ich schau kurz. Wie viel? 4 Stück, oder? 4 Stück, genau. Ach, wir können noch gar keine Bettsteine herstellen, ha? Nö. Hab's da ausgeschmissen. Danke dir. Was fehlt für die Wettsteine, dass wir die herstellen können? Das steht in... Wir müssen an Posts legen. Ja, genau. Was da ist. Ja. Ah, ja, ja. So, okay. Den setzen wir. Du sagst, der ist groß. Ich glaube, wir müssen da erst... Sollen wir erst was Schönes bauen für den? Dass der nicht so schäbig da rumliegt. Tut dir mal alles da rein. Wir können ja den Bereich hier schon mal upgraden. Es gibt ja Schlossbodenbelag. Das ist so ein Standard-Ding, right? Jupp. Ja, so, klar, mit dem können wir mal so bauen. So dunkel wie möglich, oder? Ja, schöner als vorher. So, dann schauen wir doch mal, wie groß so ein Steinsarg ist. Der war unter Produktion, witzigerweise. Steinsarg. Ja, geht. Dann machen wir. Hast du einen speziellen Steinsarg? Weil ich hab den königlichen, wenn's hieß. Ich hab einen stinknormalen. Ist der königliche cool? Ich find den auch ganz hübsch. Er hat schöne Ornamente, ja. Schöne Ornamente, ja. Dann droppe ich dir das Zeugs. Warte, das war. Grabstein, Amethysten und was noch? Ziegel, oder? 12 Steinziegel, ja. Ich geb dir mal die da. So. Dezent! Dezent! Ich muss gestehen,
Ich meine, er ist schon cool und so, aber ich muss gestehen, ich finde den anderen cooler, weil der Totenschädel hat. Dann passt. Aber nein, nein, lass nur. Keine Kritik, du, keine Kritik. Alles gut. So, da hätte ich gerne noch so ein Fenster. Wir brauchen ja am Ende E3, oder? Ja. Das, weiß ich nicht. Einfach bis jetzt der Blut ist, jetzt haben wir da was. So, Tobi habe ich ein bisschen Aussicht gegönnt jetzt beim Schlafen. Ja, cool. Danke. Bitteschön. Dann liege ich im Licht. Ich glaube, es ist ein sehr UV-undurchlässiges Fensterglas. So, wir haben nur Schmiedebelag bis jetzt, gell? Jupp. Das heißt, eigentlich können wir ja den Standard dann lassen für die Bereiche, wo wir noch gar nicht wissen, was hinkommt. So, warte mal, das war der. Können dann zwei Dinosäge machen. Was machen wir da? Das ist der. 24 Uhr. Das ist der, dann bauen wir den da noch drüber. Zwei Dinosäge. Ja, ich will so Diener. Ja, willenlose Diener, geil. So, ich kann noch zwei Wände bauen. Alright. Ja, cool. So. Zwei Blutessenzen. Mir fehlen wieder Steinziegel. Ah, ja. Ja, also, dass diese Sachen da jetzt schneller sind, das war absolut notwendig. Hat jetzt eigentlich jemand eine Kupferkeule? Ich habe eine und eine müsste auch umliegen, wenn du die noch nicht hast. Wo? In der Werkbank. Nö. Die habe ich mir, glaube ich, gerade geholt. Achso. Dann stell einfach eine her, wir haben genug Krams. Gönn dir, Tobi. Oh, ich liebe Schloss bauen. So. Und dann mal die. Ich tu mir die Diener sehr gerne da herfallen. Ja, mach Diener. Hol uns Sklaven. Das müssen wir halt nur noch welche finden, die wir haben wollen. Da ist ein Baum, was macht der da? Der möchte meine Axt testen, der Baum. Mensch dominieren. Der Mond geht auf. Ah, wir haben noch gar kein Ziel für die Nacht. Sollen wir heute Nacht wohin gehen? Vielleicht kommt einfach bei und kann ihn dominieren. Nur ich meinte so ein Gruppenausflug, wenn schon Nacht ist. Ja, wir müssen nicht zwei Leute finden, oder? Einer ist in der Nähe von den zwei. Ich weiß nur nicht wo. Ich brauch jemanden, den ich aussaugen kann demnächst mal. Ich bin ja auch schon auf der Hälfte. Vielleicht finden wir sogar nur zwei, die wir halt mitnehmen können aus Tina. Ja, müssen uns nur mal beibringen, wie man das macht. Du hast jetzt unter dem Fähigkeitenrad auch diesen Diener sagt, interagiert hast, kannst du dann die Fähigkeit Mensch dominieren ausfüllen. Okay. Und dann hast du auf R eine eigene Fähigkeit. Warte. Ah! Gott. Auf meinem Fähigkeitenrad. Das ist mein Zauberbuch? Nein. Steuerung. Vampirkräfte. Bene darbieten. Blutheilung. Wolfsform. Ich bin überfordert. Ich hab das nicht. Was muss ich dafür tun? Die, mit dem Dienersag interagieren. Achso. Ah! Ah, ja. So, Control, Mensch dominieren. Ah, wir haben nur zwei Dienersage, richtig? Mensch unterwerfen. Fürs Erste. Ja, nee, ich bin nur verwirrt gewesen, alles gut. Aber es passt eh gut. Und den können wir dann in unsere Beine schleppen, der gönnt uns dann Blut, oder wie?
Den muss man in den Base schleppen, den muss man reinschmeißen, der kann uns nicht bluten, nein, der dann zu unseren Diener, der was Aufträge erledigt. Der geht quasi raiden und bewacht das Schloss. Okay, also so ähnlich wie in Conan, actually. So ein Vasall, weil wir. Soll man das Schloss in die andere Richtung noch ausbauen? Weil. I don't know. Jetzt bauen wir mal da, oder? Hätte ich gesagt. Ja, ich habe gerade da so ein bisschen Steinwände noch gesetzt, nämlich, und bin jetzt da am Rand. Ach so, meinst du? Das ja, Tor müsste man noch ersetzen, vielleicht. Ich würde sagen, wir dann da jetzt erstmal anschließen oder so. Ja, das war eben die Frage, ob ich da das Wanddicht mache oder. Könnt ja, ihr mir da die dicht. Bäume? Danke. So, das ist immer so lästig, wenn es ein Baum ist und da steht da Blutrausch gegen den Baum, jawohl. Machen wir da ein schönes Türchen hin. Ich habe jetzt ein bisschen Schwefel, soll ich das einschmelzen? Können wir das? Ja. Cool. Toll. Nice. Okay. Tu es. Ich habe gar keinen Plan von irgendwas. Warum? Warte, Schwefel einschmelzen. Also Schwefel quasi. Schwefel in den Schmelzofen. Warte, das heißt wirklich Schwefelerz. Okay. Mhm. Interessant, okay. Na gut. Und aus Schwefelerz macht man Schwefel. Herstellung von Sprengstoff. Klar, das ist immer das Erste, wobei ich denke, wenn ich an Schwefel denke. Ja. Mhm. Das ist ein witziges Spiel. Radiumlegierung. Oha. Das ist ein witziges Spiel. So. Ich brauche E-Zeug. Give me stuff spielen. Give me stuff. Nein, nicht das, das ja, kannst du behalten. Oh, ich habe 1800 Holz dabei, upsi. Hoppla. Ich musste mich an so einem Bären nähren, weil der jetzt, auch wenn er nur 5% hat. Am Bären nähren. Aber es ist. Ging nicht anders, ich brauchte Zeug. Am Bären nähern. Also ich bin jetzt dann fröhlich dankbar über höhere Punkte. Irgendwo. Mhm. So, hier draußen. Ah, da ist der Schwefel. Oh, darf ich dann mal probieren, ob ich den bauen kann? Ah, okay. Alles klar. Geht nicht. Nö, der ist zu schlecht. Oh, meine Pflanze ist endlich gewachsen. Geilo. Du wirst Kupfer brauchen, ja. Oh, das ist aber gemein. Wenn man anbaut, kriegt man die Samen nicht zurück. Ach, das ist ja mies. Du kriegst genug. Ja, ich will die jetzt schon haben. Ja. Ich will Vampirgärtner sein. Das sehe ich mich. Passt. Ich werde schauen, dass ich dann Samen besorge. Er muss schon hübsch sein, kein so ein billiger Strohhut, gell? Das habe ich mal mit schon. Ja, passt. Ich leuchte die ganze Zeit lila, weil ich dieses Mensch unterwerfen aktiv habe, richtig? Mhm, nur mal Steuerung drücken, was ist weg. Okay. Alles klar. Alles klar. Neues Spiel muss viel lernen. So, okay, ich würde sagen, schon mal. Ja, ich bin gerade so im Bauen. Ich brauche Leder. Warte mal kurz, gib mir ich kurz. Ich schau kurz ins Banditenlager östlich von uns. Das Problem ist, schaut ihr gerne schon mal vor, weil ich glaube, es wird bald Tag. Nein, nur Langzeit. Ja? Okay. Ich kann auch das Bauzeug dann mal ablegen. Das ist 16er Räuber und 31 Schläger. Den nehme ich gerne, wenn du ihn nicht möchtest. Na, brauche ich nicht. Äh.
Was war da drin? Nein, hier. Ach, das war das. Holzwerkbank, geschnitztes Holz. Bilderrahmenbrett, okay. Nein, bleib da. Okay, abgeschnitten. Nein. Eine Truhe. Ah, die Truhe ist wieder andersrum. Ah, ich drehe hier durch. Ich mach das mal vorübergehend hier rein. I'm sorry. Kann was, ich was für eine Level ist denn der? Vielleicht nehmen wir den nicht. 5. Der ist 5. Wenn man nicht so langsam wäre. Uch, was ist das hier? Da leuchtet was. Wird jetzt nicht. Ah, nicht schlagen. Was tut denn das so? Okay, das war krass. So. Das ist unser Straßenräuber. Okay, cool. Das ist jetzt unser, ja. Nice. Das lernen nur 5er, aber das erste. Das war nein, Leder. Die Quests voranbringen. An einen Steinsack binden. Oh, ich bin so doof. Bin immer noch nicht gebunden. Bin auch nicht an den Steinsack gebunden, wenn dir das hilft. Hilft mir nicht und dir wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, kann sich doch eh nur einer an den Sarg binden, oder? Ist das so? Ja. Ich meine, das ist halt ein miserabler Papa, aber was so ist. Was brauche ich diese Ahnung? Fürs Erste. Hallo Edelsteine. Können wir auch Tiere als unsere Diener rekrutieren? Na, das ist nicht. Ich glaube nur Menschen, oder? Okay. Mhm. Na, vielleicht gibt es ja Mods dafür. Genau. Boah, ich liebe den Hammer. Und den muss ich echt wieder abgeben. Nein, du kannst ihn behalten. Hm. 20 Minuten warten, dass wir es aufschließen können. Saphir, den braucht man doch. So, wo seid ihr da vorne? Wollen Bäume klappen? Jo. Also jetzt passiert nichts Spannendes, aber als Tobi weg war, da bricht natürlich die Hölle aus. Jo. Stimmt, verschiedene Schäfer weg war. Ja, um das zu sehen, musst du natürlich den Stream nachgucken. Nee, Spaß. Es ist so ein Leichenmonster aufgetaucht. Ein Knochenmonster. Es war riesig, Tobi. Na toll. Und es echt, hat unglaublich viel ausgehalten, ja. Was für eine Scheiße ist das denn? Direkt vor der Festung. Ey, das ärgert mich jetzt tatsächlich sehr. Es war wunderschön und irgendwie ziemlich hässlich gleichzeitig. Was, ich war so ein Diener. 87%, Sako. Ich will den. Also trinken. Was? Den brauche ich für mich selber.
Au! Oh fuck. Leg. Kommst du recht? Ja. Das Problem ist nur, da ist ein zweiter. Okay, bin schon da. Warte, ich hab ihn. Meinen hab ich. Oh, war der gut! Ich habe jetzt zum ersten Mal Level 3 erreicht. Was auch immer das heißt. Spielerbodenbelag, Rüstkript, super. Kritische Treffer, Movement Speed. Okay, okay, ja, cool. Ich fühle mich wie neu geboren. Leute. 87. Unglaublich. Steht einfach so darum. Die Samen kann ich. Gehst in den Friedhof schauen, wenn es sich traut, aber das wird heftig. Weiß ich nicht. Die Samen kann man mit dem Speer gar nicht ernten, also die Blumen. Nicht? Nö, ich hab's probiert. Oder ich treffe nur nicht, ich weiß auch nicht. Doch, doch, geht schon. Ja. Bin ich zu blöd zum Treffen. Geh mal da rauf oder ich hab keinen Schimmer, keinen Dunst, ich geh einfach nur. Ja, das wird ein bisschen heftig, aber da drin, gell? Ich will nur das Kupfer. Ach, das ist schon der Friedhof. Okay, alles klar. Sterben muss ich nicht unbedingt. Und die Nacht kann ich nicht mehr. Ah doch, die ist noch. Stimmt, ich habe ja die Nacht länger gestellt. Ja genau, da war ja was. Ganz vergessen. Na, wir können schon reinschauen, wozu jetzt, aber... Ein Schritt rein und dann wieder rauslaufen. Dass wir laufen. Ja. Ja. Friedhof sind Knochen-Dudes, ne? Brauche ich meinen Hammer. Knochen, Grabstab, oh shit, okay. Oh. Ich glaube, wir gehen. Untote Täterin, ja, wir gehen. Lauf, 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 lauf. Ciao. Ja, den können wir. Ist mir leicht, die haben noch nie gesehen, wow. Ich kenne die auch nicht, aber die war 35 und steht jetzt da hinten. Mhm. Und 35, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist mir eindeutig zu alt. Zack. Was liegt da? Ein totes Vieh. Cool. Oh, Falle. Billige Falle. Ich mag das Aufsammeln nicht. Das ist gar nicht so geil. Kann man irgendwie die ganzen Sachen am Boden anzeigen lassen, so wie in Diablo? Ich glaube, das kannst du einstellen, ja. Okay, muss ich irgendwo mal gucken. Ja, ich brauche es drin. Da latscht einer. Okay, ist ein Kundschafter. Das ist 36er hinterer. Das klingt auch nicht so lustig. Was ist Essenz nochmal? Wenn ich einen erschlage und der droppt Essenz, was kriege ich dann? Ist das nicht das Zeug, was in die Mitte von der Burg muss? Ah, Blutessenz. Blutessenz, ja, genau. Ah, okay, cool. Hinter dir. Uiuiui. Blöde Flanke, blöde Flanke, blöde Flanke.
Okay. Ach, das war dieses Lager. Das große, oder? Nö. Das ist kein großes. Geil, Fisch. Sollte die mal F drücken. Tralala. Da war der Festung. Die könnten versuchen eventuell. Ich bin jetzt wieder zum Kälteeinbruch zurückgewechselt, irgendwie ist das sinnvoller. Okay. Die. Komm gleich. Kupfer stehen lassen geht nicht. Okay. Ja, das ist der, das sind der nächste. Banditenwaffenkampf. Oh! Oh! Okay. Shit. Was hat denn der für Prozente? 5 auch. Nicht gut. Nicht wieder sinnlos sterben, gell? Das ist so Rüstung, wenn du die nimmst, bist du kurzzeitig. Geht ja. Unbesiegbar oder machst du mehr Schaden? Fast gut gar nicht. Geht dir nur einmal oder öfter? Ah, das ist nur für kurze Zeit, also. Okay. Wann shit wirklich. Aber wenn die schon hier ist. Yep. Ist ja nicht umsonst hier, ne? Ihr habt sie schon genommen? Ich nicht. Na, na. Okay. Dann machen wir das nachher. Aua! Kackpratze. Ich hab mir gedacht, die Rüstung, die kann man auch noch nehmen, wenn es brenzlig wird. Schon, oder? Bettstein. Hallo Freunde! Das ist schlecht, das ist schlecht. Bin ich tot? Nein, noch nicht. Ich versuche das abzufangen, aber du bist schon halb tot. Ja, ich bin ausgeflogen. Aber noch nicht tot. Solange wir die nächsten nicht triggern, ist alles gut. Man kann dich ziehen. Ich will das aufheben, nicht den Psycho ziehen. Wobei doch, wir könnten ihn da aus der Gefahrenzone ziehen. Oh, das geht nur einen Schritt. Boden oder was? Ja. Bin schon wieder da. Ich sehe es. Willkommen zurück. Danke.
Da ist ein violetter Strudel für Nachbeben. Ich bin eh voll. Oh, ich bin eh voll. Warte, ich bin voll. Hast mal was aus? Was habt ihr für Edelsteine oder für habt ihr Papier? Topaz, Smaragd und Amethyst. Smaragd droppe ich dir, Papier droppe ich dir. Schwefel, wenn es dir hilft. Ich habe Wetzsteine. Topaz habe ich auch. Wetzsteine hast du? Ja. Wetzstein habe ich nicht. Steinstaub? Oh, jetzt habe ich Topaz genommen. Egal. Steinstaub, anyone? Ja, Topaz hast du, hat einen Wetzstein aus. Und Schwefel. Ja, Topaz. Edelsteinstaub habe ich ja. Edelsteinstaub? Ich habe Steinstaub. Edelsteinstaub habe ich ihn, ja. Also Steinstaub habe ich auch, ja. Steinstaub, jawohl. Ja. Dann habe ich jetzt 5. Das reicht. Ah, mehr Steinstaub. Ja, schön stacken wir das. Okay. Da hinten sind noch mehr Dudes. Da waren doch gerade. Ja, die ziehen da so rum. Mit Hund. Murphy? Zum Boss, oder? Achso. Ja, dann ignorieren wir die. Wo geht's rauf? Ich knapp jetzt, also das, ich weiß nicht, was du klug ist, denn. Die Nacht ist gleich vorbei, ja. Mhm. Kommt drauf an, wie lange wir brauchen. Ich glaube, da kommen wir mal wieder. Das ist eine Scharfschützin. Alles klar. Ich glaube, ich werde den Spell irgendwann tauschen. Welchen? Da ist noch mal so eine Rüstung. Diesen Schießspell. Der braucht immer so lange zum Aufladen, dann schieße ich immer daneben. Huch, wer ist. Oh, ich habe aus Versehen eine Arbeiterin Stufe 1. Töten! Oh. Da unten ist eine Kiste, eine verschlossene. Ich glaube, die holen wir noch. Und dann. Wie macht man die auf? Hinge und F gedruckt halten. 35% Arbeiter braucht eh niemand, oder? Na. Nein, 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 ich habe irgendwas gemacht. Eine normale Kiste habe ich. Zum Aufschließen halten. Ah, okay. So geht das. Ach du Schande. Und leer. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich war es nicht, aber das wäre gelogen. So, dann gehen wir nach Hause, weil es ist gleich Tag. Irgendwo da ist er. Noch nach Süden ist ein Portal, kann man gehen. Süden Portal. Kommt man da überhaupt ja, drauf? Das ist der Boss. Okay. Ja, den machen wir jetzt noch nicht. Warte. Schwefel. Schwefel wird bewacht. Steingolem 36, wir gehen. Das Spiel ist ganz schön heftig. Alle 3 Meter irgendwas Krasses. Farbane Waldportal. So, du hast gesagt, man kann da einfach durch. Und dann zum Schluss. Zur Base. Ja, okay. Erstes Mal Teleport. Wup, wup, wup. So, Dina sagt, nein, das wollte ich nicht. Ist er fertig. Wer ist fertig? Ach, der Dina. Ist auf Dina fertig. Ach so, wir brauchen mehr so Steinsärge. Sag, du bist jetzt an den einen Sarg da gebunden, richtig? Ja. Das heißt, den anderen brauchst du nicht mehr. Ja, sozusagen. Wie baue ich denn ab? Aber man kann Sachen verschieben. B, und dann durchfahren und. Warte, ich hab's. Leertaste ist es. Einfach Leertaste. Genau. Okay.
Ich kann Sachen verschieben. Das ist ja voll entspannt. Wie dreht man das so? Ich weiß nicht, bleibst du dann an dein Grab, an deinen Sarg gebunden, Tobi, wenn ich den verschieb? Verschieben sind keine Probleme. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber sag mir, so, wo du den verschiebst. Warte mal, ich finde gerade. Ich kann Truhen mit Inhalt verschieben. Wie geil ist dieses Spiel eigentlich? Du kannst die Truhe mit dem Inhalt verschieben. In welchem Spiel geht das? Wie geil. Wir sind Vampire. Also ich bin jetzt der Holzsack am Fenster und du bist der Holzsack an der Tür. Was mache ich mit... Okay, ich bin der an der Tür, gut. Was mache ich mit einem Forschungsbuch, das wir schon haben? Ja. Später können wir es dann zerstören. Warte mal. Oh. Wie nennen wir den Diener leicht? Jetzt ist der. Keine Ahnung. Dörrweste, Aufseherhose. Ich habe auch noch was. Irgendwas mit Steinwänden. Dekorative Steinwände. Klingt gut. Kleines Sonnenwiderstandsgebäude. Das gefällt mir aber auch, das Widerstandsgebräu. So. Das heißt, wenn es mal Tag wird, kann man dieses Gebräu mitnehmen, ne? Jetzt können wir es im Schloss drum bauen, wenn es hieß. So, apropos Tag. Wie baue ich Türen? Achso, ich habe das Zeug irgendwo deponiert. Wo habe ich das reingeworfen? Das habe ich irgendwo ganz dämlich abgelegt. Habe ich mir natürlich gemerkt. Was denn? Ne, ich komme schon klar, danke. So, dann Edelsteine. Wir müssen noch mehr Edelsteine grinden. Wir brauchen die jetzt öfter. Immer wenn ihr so ein Edelstein-Dings seht zum Abbauen, müssen wir das, sollte man den mitnehmen. So, wir haben sehr viel Pflanzenfaser. Ich habe sehr viel Kupfer. Geschnitztes Holz, okay. Und Stein. Und ein Fischvioletterstrudel. Nachbeben nutzt ihr nicht, oder? Psycho vielleicht. Na. Ich hab's mir zur Nummer, aber. Wo tun wir die Juwelen rein, die wir gerade nicht nutzen? Muss der Kiste noch. Okay, wie mache ich eine Kiste? Dekoration, Beleuchtung. Scheiße, ich find's nicht. Produktion, Lagerung. Allgemeines Lager. Bleibst du da? Wir können ja die besseren Kisten schon bauen. Was haltet ihr von ein paar Upgrades? Warte, ich mach mal so eine kleine. Ja, kannst machen. Ich brauch Bretter. Moment. Kann ich dann wieder noch wieder zerstören? Es tut mir leid, aber ich glaube, ich werde einen halben Tag im Rumbauen sein. Große Truhe, 21 Gegenstände. Und die Speziallager haben dann mehr Platz. Aber ich kann unsere Truhen vielleicht durch große ersetzen. Oh, du kannst kleine Truhen nicht durch große ersetzen. Schade. Die
Die ist ja auch größer, ne? Alles nehmen. Baumenü. Ist das deine? Abbauen. Das ist mal mein Krempel. Der war eh voll. Okay. Ich tu die ins Eck, keine Sorge. Ah, die ist zu groß fürs Eck. Ah! Ich weiß auch nicht. Steht jetzt mal dahin. Die da noch in der Ecke steht, gehört dir, sag, okay? Da ist auch Krams drinnen. Oder wir werfen die ganzen alten Waffen einfach mal in die größere Kiste. Wie war's damit? Ja, können wir auch machen. Weißt du, alles was, oder Bücher, die was übrig geblieben sind. Genau, alte Rüstung, alte Waffen, neue Bücher. Warte, ich kann die bei dir mal. Oh, du hast ein paar. Holy shit. Hast so. Du bei mir mal reingeguckt? Nein. Ich. Die Kiste ist voll. Das gibt's doch nicht! Meine Kiste ist fast auch vollständig gefüllt mit alten Dingen. Okay, ich tu mal die Bücher da bei mir nichts. Ja, warte, gebe ich dir noch eins dazu. Ist so ein Scheiß. Silbermünzen, der Seid. Kann man Viecher erinnern, weil die offen ist. Was für ein Viech? Irgendwas ja, Normales. Armbrüste brauchen keine Bolzen, verstehe ich das richtig? Na. Ich klaue mir dann mal so eine Armbrust, Tobi. Sag ich habe meine eigene. Ja, dann hast du sogar einen Platz frei. Aber ich will zumindest eine haben. Zum Rumballern. Sortieren. Ah, sortieren ist eine gute Funktion. Sortieren. Also ich wollte damit sagen, du kannst dir gerne nehmen, was auch immer du möchtest aus der Kiste, weil im Grunde sind wir halt auch eine Kommune mit allem, mit allem. Ja. Und ich habe meine Armbrust am Mann. Die gebe ich auch nicht her. Ja, aber wenn es in so einer Kiste liegt, dann frage ich schon nach. Okay. Das ist ja... Violetter Strudel, das habe ich jetzt auch noch. Ja, sag Gott recht, wir brauchen mehr Kisten. Zwei Sternzügel. Wir könnten ja da, wie viele allgemeine Kisten kann ich bauen? 42, oh, das geht. Das geht. Stehen da. Ziemlich schlecht. Ist mir egal. Der Sarg braucht ein bisschen Respektabstand, ich verstehe. Dann gibt's so Material. Rein zur Schmiede. Ah, da. Jo. Es gibt Materialkisten. Wir haben da hinten noch, das ist irgendwie Holz oder so. Nö, irgendwas anderes ist das hier. Ui, der Mond geht auch sehr schön. Ich stelle mal eine Materialkiste da zu den Workbenches, die da noch sind. Und da drinnen braucht man auch Kisten, richtig? Einmal hier, einmal da. Nein. Oh, das ist... Ihr könnt die gerne noch bewegen, falls ich sie scheiße platziere. Ich wollte nur, dass die mal da sind. So, reicht das fürs Erste? Barbara? Ich frag gar nicht. Ja, das ist kein Name von uns. Was aber Bar ist und man dachte, was ist Barbara? Ah, Barbara ist Rababa, ich verstehe. Irgendwie so, ja. Alles klar. Oh, hübsches Tor. Ich habe es tatsächlich einfach noch nicht gefunden. Das Tor. Naja, das ist dann voraus mit dem
mit dem Dienersiegel, weil der Diener dann zu dir aufgepisst und so ein Viecher reingelaufen. Ah. Unnötig. So. Ich habe leider keinen Schimmer, was in welcher Kiste drinnen ist. Was ist da drin? Da sind die Samen drin. Ah, wir können nur Sachen auf Boden platzieren, richtig? Ja, ich denke schon, ne? Warte mal, ich muss das nochmal verbessern. So, dann stehen die alle an der Wand. Da ist Grünzeug, da ist Diamantzeug, Edelsteinzeug, da ist Tuchzeug und da ist Steinzeug. Okay. Es wird. Leute, es wird. So, war da noch was? Nö. Ich habe noch so viel Krams dabei. Die 5 ist jetzt meine Armbrust. Ach so. Wir können ja Sachen craften, die stärker sind, ne? How about... Oh, Tobi! Die Reiseumhänge kosten jetzt weniger. Wir können die jetzt bauen für uns alle. Ich brauche keinen Umhang mehr, ich habe einen. Du hast einen. Ich habe noch keinen. Tobi und ich brauchen. Ich habe auch noch keinen. Tobi. Würdest du? Ja, aber klar. Würde ich doch immer. Geil. Dann schaue ich mal das andere Zeug an. Eine Kupferarmbrust, aus der kann ich eine Gnadenlose machen. Mag jemand einen königlichen Umhang haben? Ich weiß des unsterblichen Königs. Es klingt irgendwie nach Diablo. Soll ich dann nur einen Umhang machen? Hast du schon einen, Tobi? Nee, noch nicht. Super Switchstein. Mach ruhig Sache. Zwei. Mach ruhig zwei. Könnt ihr machen, wenn sie ist. Achso, du könntest einen machen. Ich könnte einen machen, weil das ist ein Teil von dem Promo-Ding gewesen vom Vorsteller oder so. Willst du sonst zwei machen? Für Toto einen, für mich einen? Was braucht er dafür? Den Muster wie die Tür und den und dem Sarg in dem Muster. Wann du das willst. Achso. Nö, ich glaube, ich will einen normalen Reiseumhang. Okay, dann. Toto, du? Genau normaler reicht. Gut. Wo sind denn die Wettsteine? Die sind in der Schmelze. In der Schmelze, okay, danke. Dass man so langsam läuft, macht mich manchmal ein bisschen fertig. So, Wettsteine 35. Wie viele brauche ich überhaupt? Wir haben echt zu wenig von denen, das ist ja zum... Schwierig, aber ich sehe gerade, ich habe noch Unmengen Kupfer. Dein Reiseumhang ist fertig und liegt in der Werkbank. Geil. Da kann ich nämlich die Armbrust noch... Ich habe einen Wettstein zu wenig, willst du mich... Ich klicke immer falsch. So, jetzt aber... So, diese Wettsteine, ey. So. Ach jo. Gnadenlose Kupferarmbrust. Geil. Kommt die auch weg? Gnadenlose Kupferarmbrust. Geilo. So, was haben wir da? Da möchte jemand gebannt werden und tschüss. So, Reiseumhang. Was macht der? Gesundheit, Sonne wieder. Ja, den hätte ich längst gebraucht. Bergung möglich. Was heißt denn Bergung möglich? Ach so, dass ich den wieder zurückkriege. Und sag mal, so ein Helm ist dann komplett Seltenheit, oder wie schaut's da aus?
mehr gibt's nicht. Alter. So, warte. Ich hätte dann doch gerne eine Kupferkeule. Fun Fact. Achso, das vergleicht gerade die falschen Waffen. Das ist ja sinnlos. So, Kupferkeule. Ja, die ist besser. Die kostet ja nichts. Hauptsache, wir haben zuerst einen Bauplan für die Armbrust gefunden. Irgendwie ist das ein Zeichen, oder? So. Ich glaube, ich muss einfach noch mehr Kisten bauen. Ist ein Kistenspiel. Ganz klassisch. In das Eck geht jetzt keiner, gell? Das war Tobis Kiste. Oder noch so eine kleine, einfach nur zum Haben. Ist halt blöd. Eigentlich hätte ich jetzt die Ton bewegen müssen oder so. Ich kann die eine Truhe nicht öffnen, weil er immer die andere anvisiert. Wow. Das ist ja mühsam. Okay. Dann mach mal Leder. Dann mach mal Blut. Der Presse ist Fahrt. Damit, ich habe ja noch so viel Krams. So, Fische kommen da auch rein, oder wie war das? Steine, Holz, geschnitztes Holz. Oh, damn. Was mache ich mit geschnitztem Holz? Noch nix, oder? Ich glaube Armbrust. Für die Armbrust brauchst du das. Für die, die ich habe, noch nicht. Da steht was von Deko. Irgendwas braucht man's. Deko steht da. Stein war im Mahlwerk. Okay, ja, kannst auch nicht alles wissen. Wenn ich Edelsteinstaub brauche, kann ich einfach Edelsteine zu Staub zermahlen. Okay. Und Pollen kann man auch gewinnen aus irgendwelchen Blumen. Und Grabstaub können wir aus Knochen machen. Ach so, wir können den einfach herstellen. Es ist nur noch gesperrt. Warum ist es gesperrt? Mies. Aber irgendwann geht's. Okay. Wir haben ja da Materialkisten jetzt. Eigentlich eine zu wenig, weil da keine für Holz dabei ist, ne? Was ist denn jetzt Material? Ach so, geschnitztes Holz zählt nicht als Material. Oh Mann. Ah! Das heißt, du brauchst da drinnen aber immer noch allgemeine Kisten. Das ist es jetzt. Bisschen umständlich ist es schon. Da muss ich unser schönes Fenster mit Kisten verunstalten. Schade. So, Trinkschlauch. Wo haben wir das gelagert? Ich habe absolut keine Übersicht. Bringen wir uns ein Holzfäller Level 14 mit Bastard? Ja klar, glaube ich. Jupp. Pollen, Blüten, Gräten. So, da sind jetzt... Ah, ihr habt da Schuss aus Krams reingeworfen. Okay, dann werfe ich das ab. Vergiss es, ich gehe auf den Barbar Level 36. Level? Du bist Level oder... Gut.
Also Stufe 36, also Blutqualität. Ah, okay. Das gibt dann beim Diener Chris einen Bonus auf seine Fähigkeiten. So eine bessere Kompetenz oder so. Ups. So, die Feuerschalen brauchen wir eigentlich. Kann man mal bewegen. Nach draußen. Hast du Pflanzen ausgesetzt wieder? Nö, ich hab. Nix aus der Samenkiste. Feuerblüte gewachsen ist. Also ich glaube die Feuerblüte war von dir. Warte mal. Ja, ich hab's geerntet gehabt. Echt? Also meine ist nicht nachgekommen. Die wachsen dann wieder nach, ja. Einmal aussetzen und dann. Ich bin gerade in die falsche Richtung gelatscht. Und dann warten. War die rechts oder links am Feld? Rechts. Rechts war deine. Nö, meiner ist nicht mal wieder gekommen. Nein, die hab ich schon. Die Wobei? Hab ich schon, Doch, die kommt wieder, du hast recht. Ach so, das baut sich selber wieder an. Ich hab's nur nicht gesehen, weil es so klein war. Meine Fräse. Okay, cool. Weil, die ist ja hier die Schneeblume. Gibt noch nichts. Aber okay, das heißt erstmal ein Samen, dann sind wir bedient. Kommt ihr klar mit den neuen Kisten? Unsere Samenkiste ist jetzt. Ah, warte, das ist aber nur Samenkiste da, gell? Das ist nur Sitz da, ja. Ich sitz dir mal da an. Ich sehe es, ja. Ich sehe es. Was machen wir mit fertigem Kraut und so Quatsch? Mach doch eine Reihe pro Pflanze. Wir haben auch eine Grünsackkiste, Tobi, eben. Die ist hier daneben. Warte, die da. Was hat nur, wo du dein. Du hast das abpflanzt. Das ist A. Was hast du da abpflanzt? Ja, war das Trauerlinie oder Schneeblume? Ich weiß es auch nicht mehr. Gute Frage. Weil irgendwie ist der Grabstab. Achso, weil da die Gräten auch sind, ne? Das müssen wir noch irgendwie trennen. Alchemie so. Und das Papier. Ah, wir brauchen mehr Kisten, ich sehe schon. Wir brauchen viel mehr Kisten. Ich schmeiß einfach mal Gräten und Grabstab zu Knochen. Das scheint mir zu passen. So, und da drüben ist Steinstaub, Edelsteinstaub, Lehm, Steinmasse. Eigentlich gehört der Edelsteinstab da auch nicht hin, aber egal, lassen wir mal. Okay. Gibt's noch irgendwas, das ich bauen sollte, möchtest, tun, würde? Eigentlich ist sie mal erstmal fast komplett da, gell? Wir brauchen nur besseren Boden. Bloß. Da beten! Wie Tapeten. Das ist Standardstein, Stein einfach. Er ist hässlicher. Ich meine, ja, geht. Skyrim. Stein Eleganz. Oh, und Stein Ebonit. Oh. Ist das hübscher als unseres? Ist das hübscher? Es ist dunkler. Treppen.
kann ein Schloss, warte mal, ich kann mehrere Etagen bauen. Alter. Man kann Etagen bauen? Ja, nur was vielleicht wüsstest, ist, dass du für oben dann halt auch wieder Fundament auslegen musst. So. Und das kostet auch wieder Gebiet. Also Gebietsdinger, du kannst dann für einen hohen Turm bauen, was du willst. Ah, das kostet Gebietsdinger, obwohl ich nur nach oben baue. Das ist aber gemein. Genau. Das ist gemein. Ja, jetzt hast du endlos Platz. So, ja, das. Auf einmal 140 km. Das ist wie im richtigen Leben, ne? Da baut man auch in die Höhe, weil die Breite zu teuer ist. So, ich mache einfach mal alles hässliche. Jetzt Spuknechte zerbeten, wenn sie ist. Und königliche Wände innen und außen. Das königliche goldene Zeug, das ist hässlich. Weiß ich nicht. Na, aber die Außenwand ist ja nicht ganz cool. Ja? So, du hast angebaut. Hä, der Krams wächst aber schnell von dir da. Okay. Na, das ist nur. War nichts gewachsen. Das war die Außenfassade. Warte, bleib stehen. Mhm. Was das als innen haben willst. Schön dunkel. Ist mal im Stream irgendwie, kommst du jetzt zu dunkel vor? Ich weiß nicht. Ich hab da jetzt extra mal das Standardding gelassen. Irgendwie noch dunkler ist. Es ist nämlich auch dunkler, das ist Ebonit. Mhm. Leider. Ich finde das. Weißt du, das. Eleganz ist ziemlich hell. Ja. Was wurde mal so? Fürs jetzt erste. Nächte. So ein Haufen weiße Fledermäuse. Okay, jetzt. Oh. Okay. Es ist ein bisschen komisch. Aber die andere Seite bleibt immer gleich, das ändert nur die eine, okay. Mhm. Nur die Seiten, die du hast. Mhm. Wir können uns später ja so Themenschlösser bauen. Sehr interessant. Spannend, spannend. Sollen wir in der Mitte noch einen Raum abteilen? Das Wohnen vom Arbeiten trennen, meine ich. Hoppala. Upsi. Schaut das gut aus, der Boden? Boah, das ist okay. Königliche Zeug halt. Kannst du eher setzen. Sollen wir das abteilen da? Mit einer Mauer. Können wir machen, ja. Es gibt aber nur diese Außenwände, ne? Für innen gibt es keine eigenen. Genau. Eigentlich schade. Ah, ich habe eine Idee. Ah, nö. Ach, Kacke. Wenn ich da eine Kiste platziert habe, dann geht das nicht durch. Und durch die Dienersärge geht es auch nicht. Ah. Wir müssen nochmal umbauen. Ist das doof, wenn ich da ganz viel Zeugs herstelle? Ist sicher immer im Weg, ne? Man sieht da halt einfach weniger. Ist auch doof. Ich glaube, ich mach's wieder weg. Bin unsicher. Ich glaube, ich mach's weg.
Irgendwie, ich hätte ja, so einen Zaun oder eigentlich so Du ein, kannst so eine die Faltwand hätte ich Säulen gern. kannst du machen, gell? Die kann ich was? Einzeln. Säulen kannst du einzeln sitzen. Ja, gerade die will ich eigentlich nicht haben. Ich will eigentlich nur so Bögen haben oder So. irgendwas, wo man durchsieht. Na, das geht dann nicht. Schau mal. Tapeten. Oh! Oh, ich muss noch was ganz anderes machen. Okay. Warte mal, zuerst abbauen, weil Leertaste. Oder so. Oh, upsie. Ja, man baut sehr schnell was Falsches ab. Danke. Bitte, bitte. Da muss man echt aufpassen. So. Okay, wait a second. Ich habe gerade was gefunden. Es gibt Fenster. Und das wäre vielleicht für Tobi da gar nicht so schlecht, wenn er da gar nicht rausfallen kann. So, viel besser. Ich habe die ganzen Fensterwände gebaut und kein Fenster eingesetzt. Das ist ein cooles Bausystem, gefällt. Und da braucht man noch eine Tür. Da auch. Wieso gibt es ein Abteil für Fenster, aber keins für Türen? Hä, bin ich doof? Weil die bei den Wänden sind. Schlosstor mit Dienerschloss. Der Leute, Unterschied ich habe ist. irgendwoher zwei verzauberte Gebräue. Wo packe ich denn die sinnvollerweise hin? Verzauberte Gebräue. Ich habe keinen Schimmer, was Ja, das ist. verzauberte Gebräue erhöhen die Zauberkraft 60 Minuten lang um 3. Oha. Ach so. Ja. Größere Kisten mit. Was auch nicht. Grünzeugs oder sonst was. Steuern rein. Da direkt bei uns wird er eh nichts spawnen. Da kann ich ja normale Tore bauen, ne? Und die öffnen vielleicht sogar. Damit Barbara ein bisschen Freiluft hat. Also Barbara kann das schon durch bei den normalen Türen. Ja. Braucht ja zwar auswählen. Ding Genau, und die Offensive. das war der Gedanke. Weißt du, dass mit dir auch ein bisschen Auslauf kriegt und so. Die Babsi. Es wird. Leute. Ja. Direkt nördlich von unserer Festung ist ein Leichenstapel. Ah, ist es wieder soweit? Der kam aber schnell zurück. Ich hab Bock. Wie sieht's bei euch aus? Bin da. Wo ist er? Da. Der kommt aber oft hier vorbei, der Stapel. Bolzenregen, oha. Bob hat Bock. Eh nur Level 38, der ist jetzt gar nicht mehr so schlimm wie vorher. Sehr perfekt. So, wie macht man Bolzenregen? Das. Okay. Ich verstehe. Bolzen sind gar nicht so schlecht gegen den. Allgemein sind Bolzen gar nicht so schlecht. Ich bin schon ein bisschen Fan, muss ich ja sagen. Ich glaube, ich werde auch Armbrust-Fan. Solche Gegner sicher super, Ja, einfach draufhalten und ballern. Genau meins. Wow. Oh, aber weit geht die Reichweite von der Armbrust nicht.
Ach, man kommt zurecht. War das ein doppelter Bolzenhagel? Jo. Nice. Oh, scheiße. Nice. Ja, top jetzt. Die Sonne geht auf. Natürlich, irgendwas ist immer. Wir können sie alle in den Sack schmeißen, geht der Tag schneller. Denke ich zumindest. Und dann können wir vielleicht noch einen Boss legen oder so beim nächsten. Bin ich jetzt Stufe 30? Naja, cool, ich fürchte ich nicht mehr. Was? Naja, es ist jetzt... Obwohl, nee, Quatsch. Wir haben ja gesagt 22, 30, ne? Stündchen hättest du noch. Zeit. Ja. Ja. Das ist ja richtig gut. Wir haben heute früh angefangen, weißt du? Wir waren einfach mal pünktlich. Überleg mal. Wann ist das letzte Mal passiert? Ja, unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Ja, schon, aber ist lange her. Ja, das sagst du jetzt so. Du damals, weißt du, in der guten alten Zeit, als Corona war und jeder Zeit hatte. Wo sammeln wir deinen Knochenstaub, sagt man? In der Steinkiste. Na, dort ist schon richtig. Direkt an der Tür so, ist die. Die Stein. Die hat von Steinkisten meinst, okay. Da. Ich hab sofort gewusst, was er meint. So, Sarg hat man gesagt, ne? Ja. Einfach mal pennen gehen, sagst du? Und ich glaube, es geht die Zeit schneller, nicht? Ich sehe es nicht, aber ich drücke einfach mal Leertaste. Okay. Schlafen alle? Ja, bin ich auch schon mal aufgestanden, aber jetzt. Okay. Tut sie doch nicht, okay. Dann war das Einbildung. Nö, ist nichts vergangen. Doch, kein Wahlheim. So, Schlossherz ist Level 2. Und dann eher ein Teleporter. Mit Glas, verstärkten Brettern und verbesserter Blutessenz können wir das aufwerten. Wir brauchen Glas. So, da sind 200 Steine drin. Da sind 300 Steine drin. Ah, damit kann man... Nein. Ich klicke immer falsch jedes Mal. Das ist das andere Rezept. Ich verstehe. Steinmasse. Okay. Blutiges Hammer nicht. Holz, Hammer. Ungeziefern ist Hammer gar nicht gebaut. Nö. War mir noch nicht klar, was das ist und was das macht. 28. Ja, da kannst du Ratten zu verlocken und sonst zu suchen. So, Rattenzucht, okay. Gerberei. Was brauchten die für einen Boden?
Schneiderei, okay. Einen Schneiderboden und die Holzwerkbank braucht einen Werkstattboden. Dem Forschungstisch ist es egal. Dem Altar auch, dem Schlossherz sowieso. Mhm. Grünzeug, Knochen. Warte, und die Knochen können wir noch nicht malen. Das war's. Du hast die ganzen Nebelkisten nach draußen befördert, right? Mhm. Da hinten ist die, okay. Da komme ich jetzt nicht mal unbeschadet hin. Leute, ich habe da mal eine Frage. Ja. Ja. Wollen wir Barbara behalten? Oder wollen wir einen Stufe 45 Wilderer? Man könnte auch noch so einen Sarg bauen. Oder wir bauen einen Sarg dabei. Wir können 8 Särge haben. Ich habe nur gerade alles abgelegt. Dann können wir outsourcen. Ich habe keinen Schimmer von irgendwas. Anbauflächen, Forschung. Ich weiß nicht, wo die Särge sind. Steinsarg? Ich finde den Dienersarg nicht. Wo ist denn der? Ich kapiere irgendwie diese. Ich kapiere diese Kategorien nicht. Ah, dammit. Dämliche Wölfe. Die haben die haben getötet. Ich kann das lange suchen, wenn ich nicht selber an einen Steinsack gebunden bin, habe ich den ja noch gar nicht. Echt? Ja, ich baue jetzt noch einen Steinsack. Ja, baut sich einen Steinsack. 12 Ziegel, 4 Grabstaub, 2 rohe Amethysten. Ich guck mal. Jetzt habe ich es wieder vergessen, Grabstaub. Ach, hier. Warte, ich krieg's hin. Grabstab habe ich. Ja, mit Listen. Geht sich genau aus, Tobi. 12 Steinziegel. Mal Steinziegel. Wir brauchen mehr Platz. Da sind keine Amethysten mehr. Ja, die habe ich. Ups, Entschuldigung. Schönen Fliesenboden. Echt jetzt. Scheiße. Blockiert durch Einheit. Einheit kannst du mal da. Danke. Ah, die kann man aber aneinander stellen. Ah ja. Vielleicht so. Dass ich kein so ein schönes Design wie das Psycho habe, ist ja gar nicht schlimm, weil das ist dann einfach meiner. Und dann kann ich dem Tobi noch einen hinstellen, der halt auch so hässlich ist. Tobi, wo willst du deinen Sarg hin? Das ist mir wurscht. Ist dir wurscht? Warte, das Wursteck ist da hinten. Bitteschön. Das ist okay, danke. Kannst du ja jederzeit umplatzieren. Du hast den jetzt beansprucht. Okay, cool. Ich kann jetzt einen Dienersarg bauen. Der braucht verbesserte Blutessenz. Haben wir sowas? Blutpresse sagt... Wir haben eine. Soll ich die opfern für einen Dienersarg? Ja, macht weil man. Okay. Ah, wir haben 2. Es kam gerade eine zweite dazu. Ja. Alles klar, dann bauen wir noch einen Dienersack. Der Mond geht auf, wie schön. So, dann können wir jetzt ja wieder. Nächstes Blut. Pirschen. Können gehen. Wir supporten und dann können wir gleich Posts legen oder so. Okay. Mein Blut ist eh so gut wie aus, leider schon wieder. Meins auch.
Ich muss nur kurz das Crafting-Zeugs ablegen, dann wäre ich ready. Ich schmeiß das alles einfach in die Truhe, weil es sind die Bausachen da. Gut, let's go. Warte, 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 ich will den Diener noch ausrüsten. Womit will ich ihn denn ausrüsten? Die Eule müssen auf alle Fälle und dann. Ist dir klar, wie verwirrt ich sein werde, wenn ich da einen Bob und einen Joe rumlatschen sehe? Ich frag nur. So, Ey, wie schön ist es eigentlich schon bei uns? Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten jetzt losgehen, ne? Gleich. Ja. Kurzen Augenblick noch. Ich würde jetzt nämlich auch gern so einen Menschen dominieren, weil das soll ich jetzt tun. Verbindungsprobleme schon wieder. Wow. Aha. Geh. Okay. Also ich könnte dann jetzt. Wir wollten dann nach Süden hin, gell? Da wo wir hergekommen sind, ja. Wo waren das? Da unten? Das war. Verborgener Friedhof? Ganz im Westen. Verbernwaldportal. Ja, da haben wir das. Okay. Da unten ist 36 Schurke. Nice. Wie viel Prozent hast du? Ein Liter, also 3,5 Liter habe ich. Ich habe 3,0. Ich habe noch 4. Du war 33 Schurke ist da drinnen. Mhm, gönnt euch. Das Schucke da oben, gell? Ja, und der ist vorbereitet. Also, wer möchte? Von den keiner will, nehmen die. Holt euch. Ich warte. Ich glaube, du brauchst nötiger als ich. Ja, bin auf 3,5. Na, ich hab jetzt 3,7, das ist okay. Noch. Oh, die Kisten noch immer sind. Das ist einer zum Aufsperren. Die ist nochmal mit. Ah, 10 Süber. Das Bock geht's da aber nicht ein. Oder ich nehm's, geh schnell zurück und komm dann wieder. Mach das, wir tun uns da aus. Kann man mit dem teleportieren? Ja, oder? Haben wir so eingestellt, glaube ich. Ich denk schon, ja. Oh, das brennt. Okay. Ich muss immer die Map studieren. Wir sind jetzt hier. Unser Ziel ist da oben. Ach, das war die Stelle, wo man nicht runterkommt. Oh, nice. So. Cool. Geile Ausbeute. Ich muss noch irgendeinen Typen dominieren. Aber ich brauche erstmal selber Blut, glaube ich. Ah, und bei Gelegenheit werde ich dann auch. Wie viel hast du gerade noch, Toto? 2,6. Oh, da. Du brauchst es nötiger als ich. Wirklich. Tschüss im Internet. Holz brauchen wir auch wieder, gell? Okay. Ah, da ist er. Okay. Kann weitergehen, Tobi. Warte, den Baum mache ich noch fertig. Okay, mach ihn fertig. Du aller blöder Baum. So, was steht da? Ach, das ist eine Pflanze. So, da
Da kommen sie. Also 20er Schurke. Scheiße. Schade, ne? Der 20er war fertig. Oh. Weg ist er. Ja. Tja. Der nächste wird's. Hätte gern was über 20. Jo. Ich habe gerade 87, ich bin jetzt verwöhnt. Ja, irgendwie schon. 48er Schläger. Ja, okay, kann man nehmen, ne? Beide markieren. I wish, aber ihr habt es gerade von der anderen Seite, wenn ihr anklopft. Not good, not good, not good. That's why we play single player. Ah! Der 48 war fertig. Ich hab keine Übersicht. Ja. Ich muss ihn auch gerade suchen. Ist alle markiert. Ich hoffe, ich treffe den richtigen. Na, Verbindungsprobleme. Na, jetzt schon wieder. Gekum. Ich glaube, ich bin tot. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch keine Übersicht. Wo ist denn dieser 48er? Der ist längst. Ja, der ist längst weg. Komm gerne aufheben. Ja. Oh, das dauert. Kostet das Blut? Ich weiß es. Ich hoffe nicht. Oh, das kommt so weit. Okay, ich muss mitspielen. 1,7, das war jetzt scheiße, dass der gestorben ist. Im schlimmsten Fall muss ich irgendwas Deppertes fressen. Da hinten ist die nächste Gruppe. Na toll, das sind nur schlechte. Warum sind denn die alle so blutarm hier? Was sind denn das für miese Kreaturen? Vier Gläser, vier Fenster. Nice. Hey Bob, ich hab einen Sack auf. Ach, da ist er. Wir haben da 14, 8, 5 und 8. Kann man getrost wegschlägern. Ja, 3, 2, 1. Falsche Taste. Oh Mann. Schön die Fässer zu hauen für Wettsteine. 31 Schläger. Ja, nehme ich. Wo ist der? Oben. Wo geht's rauf? Da. Ist der Schläger vorne oder hinten? Ah, da. Ein Krieger, 31er meinst. Jo. Warte, warte! Geht schon. Puh. Bei 1,1 Liter war ich. So. Ich muss noch so einen Mensch dominieren. Geht das da? R. R wie Dominanz. Ich bräuchte auch wahrscheinlich mal demnächst irgendwas. Demnächst irgendwas? Blut meinst du? Wenn ich dominiere, ist ja wurscht, oder? Jo. Oh, warte mal. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Wenn ich irgendeinen Typen, irgendeinen Diener von uns anquatsch, geht das dann
Einfach so. Vielleicht kann ich mir das einfach sparen. Oh, ich habe ein neues Buch gefunden. Wenn ich den jetzt dominaten würde. Geht das? Das war die falsche Taste. Scheiße. Jetzt. Dafür muss er leben. Ja, ich bin nur. Ich bin nur. Leben, dann alles gut. Ich bin nur. Ich hab nur. Was war das? Steuerung. Sondern R. Und jetzt? Das dauert einfach, okay. Ein Arbeiter. Kann ich denn einfach jetzt. Oh. Ich glaube, was du Steuerung tust, löst du es auf oder so. Ne, ich glaube, wenn du R drückst, löst du es auf. Ah ja. Ziel entlassen. Ich liebe es. So, komm mal ab. So, bereit für Grayson? Keine Ahnung, aber ich mag das Spiel. Warte mal, ich muss noch. Was? Blutwahl? Blutheilung? Der ist mich echt ungut. So, okay. Keine Ahnung, was der macht. Auf sich steckt. Achso. Also wenn er die Dinger ausschmeißt, die ganzen Fallen, könnt ihr ja Rüstung nehmen und überall drüber laufen. Das war echt super. Weil dann sind die Fallen wieder weg. Gell? Okay. Also wer macht das oder soll ich das machen? Und so, das macht ich ruhig. Zumindest das erste Mal. Okay, passt. Gut, bereit? Ja. Siehst du die ganzen Krähenfüße? Ah ja. Oh fuck. So, okay. Wie viele einfach? Sehr clever. Oh! Hi. Ja, er ist unsympathisch. Das ist nur eine angenehme Sache, was ich meine. Ich hab nicht gesagt, er ist scheiße. Ich hab nur gesagt, er ist unsympathisch. Oh Mann. Bester Feind wie immer die Kamera. Ja, okay. Ah, ist das nice, muss zwei Bogenschützen hinten raus. Danke. Das macht echt Spaß. Das ist super entspannt ich, eigentlich. Ich gehe von der Armbrust gar nicht mehr weg, glaube ich. Ja, ich mag die auch sehr. Scheiße, ist die geil. Ich sehe schon, ich mache einen Tank und das machst du. Du, gerne? Klingt eigentlich nach einem guten, stabilen Plan für das Spiel. Und ich habe nie diese Rüstung ausprobiert, Mann. Du kannst halt nicht attackieren, du kannst halt nur mal dumm drauf. Also das ist wirklich nur so ein Schutzdings, oh, okay. Und deswegen ist voll gut, dass du die ganzen... Ist eigentlich nice, ja. So, unbändige Aufseherhosen habe ich und Stiefel habe ich gekriegt. Haben wir glaube ich schon. Schattengängerweste. Das Buch. Ich habe bis auf ein Büchlein gar nichts, aber ich habe Herzen, dann können wir so Dingens. Oh, und zwei Schneeblumensamen. Sehr schön. Und einen blutsaugenden Stein. Was ist Vampirfluch? Werkstattbeten, jawohl, jetzt so. Ich muss immer mein C drücken, aber ich verpeile es immer. Oh Gott, das war super. Na gut. Und dann?
Wieso steht denn da hinten noch was? Ich würde mit denen gerne. Ach nee, die Falle, den kann ich nicht aussagen, ne? Nö, ne, Skelett. Der ja, Skelette ging er mit, ne? Aus Gründen. Hm, verstehe ich nicht. Süden war das Portal. Süden? Oh, das sind wir jetzt. Wir kennen nur weiter noch Süden. Roman, sag ich mal. Bisschen erkunden wäre schon nice. Wir haben noch ein Drittel Nacht. Hoppala. Was ist das? 12er? 27. 9er? Da ist ein 50er. Wilderer. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, weil aktuell habe ich einen 6er. Tobi, da ist ein 50er. Wenn du den nicht nimmst, nehme ich ihn. Ich nehme gern den 50er. Dann nimm den 50er. Also 45er Anno. Ja, nice. Okay, 50er habe ich. 45er ist zum Drittel. Jetzt ist er fertig. Okay, ich bin gerade noch da, warte. I got it. Ist auf jeden Fall besser als mein 31er. Nice. Zu dritt macht das echt Laune. Ist viel besser zu koordinieren. Ja, bei den Kämpfen hast du ein bisschen viel besseres taktisches viel bessere taktische Möglichkeiten durch die Aufteilung in drei Leute. Ja. Sind es alleine auch so viele Gegner? Jo. Stell ich mir hart vor. Jo, also Solo ist es echt ungut. Vor allem die Bosse sind echt Austauschspiel. Wie mich ganz am Anfang so eine Dreckspflanze gekillt hat, ne? So, da geht's nach Süden. Wow. Ups. Die Pflanze ist ja gekillt. Oh, Edelsteine. Danke. Hä? Ist der tot? Der Bär. Der steht bei einem. Ja, die Pflanzen. Ah, okay. Bär kein Impft. Bei mir ist der noch gestanden, der Bär. Also. Sehr weird. Gehört nicht zum Rudel. So. Huch. Das ist ein neues. Das ist ein eigenes Rudel. Ich wünschte, man würde es noch besser sehen, wer welches Level hat von den Gegnern. Blutlevel meine ich. Du kannst das, glaube ich, dann irgendwann mal einschalten und zu so Fähigkeit muss man vorher einen Boss besiegen. Dann siehst du das leichter. Ah, okay. Die ganz hohen leichten halt ein bisschen rötlich. Mhm. Ich glaube so ab 90 herum. Oh je, die Chaosbogenschützin Lydia, 30. Naja, dann los gehen. Oder wie oder wär's? Jo, passt. Was hat die gerade gesagt? Achtung. Aua. Ja, die ist zart. Tut weh. Die hat so ein Branddings. Das ist ja gemein. Ist unsichtbar. Unsichtbar ist natürlich mies gegen die
schützen. Oh, oh. Heißt dir geht's gut, ja? Noch, ja. Ah, dammit. Ah, da hinten ist schlecht. Ich glaube, jetzt doch. Erstmal einen Baum abschießen. Ah, dammit. Bob, du brennst. Oh ja, Bob. Ich bin ziemlich tot. Heil dich. Ihr bist alles angefangen für dich. Danke dir. Achtung. Achtung. Shit. Okay, ich gehe wieder auf die Armbrust. Alles andere ist sinnlos. Ich bin auch im Nahkampf gerade nicht so richtig hilfreich. Nö, bei ihr ist nicht so geil. So. Ah, na, meine Connection. Na! Sie ist down, alles gut, sie ist down. Ja, ja, meine Connection ist weg. Genau zum besten Zeitpunkt. Jo. So, war die jetzt auch neu? Die ist auch neu? Ha! Geh cool, bevor es drauf geht. Oh, ist sie dann weg? Jo. Oh. Das ist nicht gut. Hab du Chance getrunken? Ich glaube, der Tobi hat's aktiviert, weil bei mir war es ja plötzlich drin. Ja, okay, super. Weg ist. Ja, passt. Warte mal. Oh nein, es tut mir leid. Ich bin gerade verwirrt, wo. Kommt wieder. Ach, aber das du ist. Hast es gelernt, du kannst es dann craften. Das eine Stufe 30 Typin ist es. Ah. Mhm. Ja, das war ja perfekt, dass uns die jetzt zufällig begegnet ist. Dann wird der Gorswein ja richtig easy. Okay. Ich finde den, ich finde Sprungschützen recht einfach, weil, ja. Die halten selber im Abstand und. Ja. Der Gorswein ist ja unter ihr. Da kommen zwei, Achtung. Okay. Die Nacht ist gleich rum. Wollen wir irgendwo hin? Überleg gerade, ob es da nicht irgendwo. Banditenlager, irgendwas mit Bären. I don't know, aber wir sollten uns bewegen. Man, wir können da vorher, wir können noch einen Kreis dran, wir können noch Firi und dann noch drauf. Jetzt ist ein Portal. Hast du unten so einen Marker? Erboster Elch. Ah, deswegen erbost. Ich verstehe. Wow! Der ist echt böse. Da ist ein 95er Kundschafter. Also schon. Tobi, bist du da? Ja. Ich hab noch 7,5 Liter. Ich hab 7,9. 6 Liter. Achso, dann ist Psycho dran. Ah, okay. Oder wir nehmen einen mit. Auch eine Option. Na, ist Tobi schon. Ist der nicht nur Level 10 oder so? Ausrüstungslevel oder was auch immer. Nein, das ist mit dem, das Blutlevel ist ausschlaggebend. Ja, ja.
das Gear-Level entscheidet dann, welche Stufen man quasi hat. Das Gear können wir auch aufwerten, oder wie? Das können wir craften in der Mods hier. Okay, ich muss daheim mit einem interagieren, glaube ich. Cool, so. Was ist die Auszeit? Fair für deinen, oder? Super Portalritter. Ja, du, geh voraus. Achso, dann Norden. Entschuldigung. War gerade auch verwirrt. Oh, der Kultistenzirkel, ja. Huch. 27. Ah, okay. Das sind Skelette. Also, ein Totenbeschwörer. Upsi, müssen runter. Da war ein Kupfer und ich hab's nicht abgebaut. Ich kann ja nur mal die Dinge nicht schauen. Ja, wurscht. Okay. Wir müssen los, ist gleich Tag. Na, ja, wir haben's ja jetzt schon. So. Einwärts. Was neues das Game? Es braucht gerade noch etwas viel Hirn, finde ich, aber es ist nice. Ha? Haben wir das trotzdem gekriegt oder was? Und die Sonne geht auf. Hast du sie hier? Die Lidia, die Chaosbogenschütze. Na, theoretisch, du warst ja zumindest eingeloggt. Ja, aber ich hab's nicht getrunken. Aber jetzt können wir den Verschlinger machen. Ich hab sie. 12 Brettel und 6 Kupferbahn. Ich hab sie auch nicht direkt getrunken. Es gibt was Neues zu lernen im Forschungsdingens. So, schlafen. Dienersack. Was wollte ich noch alles? Schneeblumen. So, jetzt haben wir was zum Zerlegen. Das war die Also, es war eine Schneeblume. Ich weiß es jetzt. Okay. Und ich stehe. Jo. So. Gut ist, ich kann von da hinten pflanzen. Das ist ja nice. Was tut der Verschlinger? Du kannst Sachen reinschmeißen und zerlegt er die. Ach, der ist das. Ja, sehr geil. Ja. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel so ein Knochenschwert nehmen. Barbara! Wie geht's dir? Was hast du da so? Ein Knochenschwert. Keinen Ring. Vorteile, Verbane-Jäger. Beharrliche Stärke. So, okay. Also man muss nur mit dem Diener interagieren. Finde einen Weg, Eisenschmelzen freizuschalten. Erkunde die Welt jenseits der Farbenwälder. Ah ja. Schaltet Bauplan frei, Spieldose. Wow. Okay. So, wo ist der Grinder? Der steht hier. Ach da. Ach so. Der sieht süß aus. Okay. Also ich gebe das hier rein. Oh, ich mag ihn. Oh ja. Okay. You got me here. Ich finde den cool. Ja, das ist absolut legitim. Ich habe eine komplette Truhe für ihn. Der wird sich freuen. Mach nicht alles kaputt, weil wir müssen noch einen dritten Diener ausrüsten. Dem geben wir Kupfersachen, Tobi. Na gut. Die Diener haben es verdient. Ich gehe jetzt auf Fullscreen. So, wir kennst. Namsi! Für Raumfaden. Was sagst du? Raumfaden. Wo haben wir denn? In der Fadenkiste. Die machen uns drei Taschen. Geil. Nice. Wollte eh schon immer eine Handtasche. Soll ich die Bücher auch reinwerfen?
Ja, wenn es schon gelernt sind, kannst du es reinschmeißen. Gut. Da sind noch Waffen in Tobis Kiste. Das war doch Tobis Kiste, oder? In euren Kisten sind auch noch Waffen drin. Ja. Kümmern wir gleich drum, sobald es wieder geht. Leider. Bindungsprobleme da permanent. Nervig. Das Gemeine ist, wir kriegen da jetzt aber nur ein paar Knochen raus. Aus den Büchern kriegt man zumindest Papier raus. Yep. Das ist schon mal cool. Habt ihr zufällig Bücher oder sowas? Schon am Forschungstisch angeschaut, auf was frei machen könnt, so lernen könnt. Ich hab vorher. Also ich hab nichts weiter dabei, ja. Also da müsste noch was sein, wenn ihr dann immer wart. Was ist denn das? Ich hatte auch schon gelernt gerade. Verzaubertes Gebräu. Da ist ein Mana-Trank in der Truhe da. Jo. Ja, man kann die Truhen umbenennen! Ja, lecco mio grande, das ist ja Grünzeug. So. Sag das doch gleich. Edelzeug. Ah, easy. Nächste, was ist das? Stoff. Knochen. Oh, plus geht nicht, okay. Kaufmanns und. Mag er auch nicht. Stoff und Knochen. So, da war drinnen Staub und Stein. Das ist jetzt einfach Bauzeug. So, was bist du? Du bist die Samenkiste. Das ist die Samenbank. So, was ist da drinnen? Wir haben nur Trinkschläuche leere. Weil dann mache ich uns gern Kosten für Baustimmstände. Kleines Lager für Material. Lager nur für Material. Material. Muss man wissen. Dann ist das die Gerberkiste. Also ist das Gerbergestell daneben, voll logisch. Huch. Was ist das? Das ist die Tobi-Kiste. Das können wir so ein bisschen schöner machen. Bobs Loot. Dann. Ach, das ist meine Kiste. Ja, lol, ey. Wie heiß ich? Valerhyr? 20 Knochen. So. Pflanzenfaser. Cyclos Groschen. Totus, ich muss dich nochmal neu machen, weil. Was? Es gibt spezielle Logger. Ich weiß, wir haben schon welche. Regale. Was? Regale? Jo, kleines Lager für Kräuter, kleines Lager für Fische. Wir haben schon ein Speziallager. Für Material. Kisten. Jo, das hat doch für Kräuter jetzt halt. Das ist neu, das hatten wir vorher noch nicht. Wenn du noch hingehst und eh drucken, ist das so. Das ist die Schrottkiste. Oh, wir können ab sofort auch Bettsteine herstellen. Die drei haben auch ja noch keinen Zweck. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die da. Ich glaube, ich wollte einfach mehr Kisten. So. Ach, baust du hier jetzt schon? Ach so, die hast du gerade gebaut. Sag das doch gleich. Dann stell dir dann die Wand. Sonne! Schau, mach die Tür zu, du Spacken! Was ist mit dem? So. So, Verbrauchsgegenstände. Ah, Verbrauchsgegenstände. Okay. Wie lange kann ein Kistenname sein? Kleines Lager für Verbrauchsgegenstände. Use Labels. So.
Okay. Was ist das? Alchemie. What does this mean, Alchemie? Knochen und Blutessenz. Und wild alles. Was ist das hier? Edelsteine. Die waren mir vorher zu teuer. Gems. Kann man den Verschlinger auch umbenennen? Schade. Ich wünschte, dass die Särge auch einen Namen hätten. So, Gerberkiste, Samenbank. Ja, passt doch. Weg da. Samenbank. Dann machen wir hier die. Dein Zeugs. Cool, es ist ja schon wieder Nacht. Jo, gerade geworden. Dann machen wir hier einfache Werkbank. Ja. Werkbank, Material. Weiß auch nicht. Zeug. Schmelz. Schmelz. Zeug. Soll ich uns irgendwen angeln, wenn ich ein cooles treffe? Ja. Weil irgendwie ist mir nicht nach Bauen, sondern ich laufe halt rum. Zeug. Mach das. Ich hab doch schon mal. Ich hab. Ja, hab ich. Da ist eine Lydia, die Chaosbogenschützen, die gehe ich jetzt lieber mal nicht an, ne? Ich habe jetzt alle Kisten umbenannt. Die haben wir schon. Ja. Wo Tasche in der Werkbank? Lederbank. Nein. Da draußen. Lederbank, okay. Südtor. Diese ganzen Rüstungssets überfordern mich ein bisschen. Ja, aber meinst du? Nein, die kenne ich noch nicht. Schön, dass die existieren. Die habe ich gerade gebaut. Diese Tasche, warte mal. Hä? Wo trage ich die? Oh, mein Kopf. Ah, da. Kopf hier auch noch. Ja, hab's gerade gesehen. Große Taschen, okay. Rüste eine Tasche aus. Na, wunderbar. Wonderful. Wieso kriege ich jetzt Kopfweh? Maximal unangenehm. Was ist das hier? Ungeziefernest. Ach, das ist das. Was macht das so? Ach, das lockt wirklich Ratten an. Riesenratte. Wait, what? Wir können die Ratte versuchen. Und switch. Ich hätte gern so eine Riesenratte. Weil die hat Chance auf Samen. Was? Die Riesenratte hat eine Chance auf Samen. Und so zwei, drei Gräten haben wir. Naschi, die Fäulnisratte. Bitte was? Was siehst du? Hm? Wenn du hast 12 Knochen und 8 Gräser. Das zweite Rezept einfach. Zweite. Ja, die Riesenratte. Also Chance auf Samen geringer Qualität. Ja. Wie Samen? Ja, Kreten haben wir ja. Für die Samen. Die bekämpfen, sind ein bisschen grober. Die muss man bekämpfen auch noch. Ich dachte, das ist eine Falle. Ja. Sehr unnötig. Das heißt, ich pull mir da richtige, fette Viecher direkt ins Schloss. Ist das
nicht ein bisschen dumm, wenn man das hier im Hauptraum macht? Diener, die das machen. Ach, die Diener machen das. Okay. Wenn es vorbeikommen wird. Noch ein Grund, die Diener besser auszurüsten. Jo, auf alle Fälle. Und bessere Blutqualitäten zu holen. So. Ich brauche das hier, das hier, das hier. Hebe ich die Bergarbeiterkeule auf, einfach weil die lustig ist? Weiß auch nicht. Ich bestelle ein paar. Ich bin gerade beschäftigt. So. Das ist leicht grün. Warte mal, Wettsteine brauche ich immer wieder. Ich habe doch irgendwo diese Kupfermünzen. Haben wir jetzt versehentlich alle Kupfermünzen in die eine Truhe geräumt? Ne, der Tobi hat auch recht. Okay, ich habe irgendwie meine Kupfermünzen geschenkt. Na egal. Geh weg, Barbara. Das 77er Kreatur. Jawohl, was sind die Orts? What? Magst du noch trinken? Ja. Geht das überhaupt? Ja. Ja. Wie nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Grave, nicht schlecht. Siehst du, Bob, du brauchst nicht mal rausgehen für epische Fights. Okay, war gar nicht so episch. Aber Füße ab, tun sie es nur nicht fallen lassen. Zwar vorher Blüten haben. Aber sei cool, du musst die Kisten dann auch umräumen. Was ist denn das alles? Vasen und Pflanzen. Hexenmeisterstiefel. Eine 46er Kreatur. Über 500. Ah, scheiße. Gnadenloser Kupferlangbogen, Tobi. Der Bogen ist nicht so leibend, finde ich. Das ist mir so Sperrfeuer und so. Oh. Das könnte interessant sein. Würde ich gerne mal ausprobieren. Langweilig, aber gut. Da finde ich das viel besser, die Orbital Strike, sag ich mal. Ich glaube, ich hätte diese Viecherfalle gerne in einem eigenen Raum. Kann man dann sowieso machen, ja. Ja. Weil wenn man dann irgendwie busy ist, ist es doch nervig. Das sind jetzt aber die normalen Ratten, gell? Okay? Ja. Also nein, die zweiten Ratten. Zweiten Ratten. Mhm. Chaos, Magie, White Wipes. Achso, ich kann einfach mehr freischalten. Anderen kenne ich noch nicht. Ich bin ein bisschen überfordert von dem ganzen System hier. Krieg ich genug Punkte, um alles freizuschalten, oder? Ja, das kriegst. Okay, dann ist ja egal, dann kann ich ja nochmal lernen. Die Art, wie es halt du einteilst, dass du das zuerst freischaltest. Okay. Also. Oh, den will ich, den will ich, den will ich, den will ich. Illusionsmagie. Ah, Mann! Meh, den wollte ich. Ich tue den weg. Für den anvisierten Verbündeten unter dich selbst ein Schild. Geisterspeer? Oh, das klingt gut. Was ist Phantasma? Ja, ich mach das. Du immer weiterbauen. Objektil 90. Zwei Werkstattboden haben wir gekriegt. Abklingzeit. Spektralwolf. Ich lese gerade. Ich lese gerade. Welchen Boden man nehmen? Wir haben doch Boden. Oder für was? Für die Werkstatt. So, haben wir denn jetzt? Mhm. Ging schnell. Soll ich gerade mal sagen, was ich habe? Was ich bekommen habe? Ich hole mir jetzt einen Wolf. 95%. 95%?
Das ist gut. Ja, eine Ratte mit 95. Das lohnt sich richtig. So, V-Blut. Da war eh nichts mehr, oder? Das ist Akt 1 alles. Akt 2, Akt 3, Akt 4. Gut, dann hoppen wir da mal alles. Schon richtig lange, das Ganze. Okay. Oh, ist durch. Boah. So, dann fehlt nur noch die Mega-Ratte, richtig? Ich hatte die Mega-Ratte. Ach so, dann habe ich die jetzt komplett verpasst. Super. Nein. Die Mega-Ratte hatte nur, ist nur deswegen mega gewesen, weil sie mir 95% Blut gegeben hat. Na, die meine ich nicht. War aber gut. Wenn man einen Boss-Mega-Ratte. Na, die gute Ratte. Ja, aber von dem weiß ich ja nichts. Kann man nur machen und switch. Also nicht die Boss-Mega-Ratte, sondern einfach die zweite aus der Reihe. Würde ich mir zumindest gerne noch anschauen. So, okay, ja, gut. Tierhaut haben wir langsam genug. Nice. Diese Regale machen sich auch viel besser. Gute Sache. Wo ist denn jetzt Papier? Das ist in der. Es war in der Papierkiste und dann hat Sarko was gebaut, deswegen ist es jetzt der Alchemie-Schrank. Das muss im Schriftrollen Schrank sein, aber nicht das. Ah, ich habe die noch nicht alle umbenannt, sehe ich gerade. Wo gibt's denn einen Schriftrollenschrank? Gibt's hier irgendwo noch einen Schriftrollenschrank? Was ist denn ein Schriftrollenschrank jetzt bitte? Was haben wir nicht? Dann tue ich es einfach bei Alchemie mit rein. Einfach jeder Schrank muss es eingeben können. Bei Alchemie passen eh nur Alchemie-Sachen rein, also. Na, ich hab's nur mal da, mein Bett. Wie viel Papier hast du denn da? Zwei. Ist Papier. Okay, 44. Also Papier ist nicht schneidern, gell? Ich habe keine Ahnung, welche Kategorie Papier ist. Was sind denn jetzt Kräuter? Aber Kräuter sind in. Ah, das ist aber bescheuert. Ja, Samen sind auch Kräuter in diesem Spiel. Das finde ich gar nicht so geil jetzt. Das mischt nämlich jetzt alles durcheinander. Ach, so ein Rotz. Ja, ist egal, dann müssen wir es da raussuchen. Dann ist das jetzt die Samenbank. Dann packe ich Papier selber erstmal in meine Kiste. Das ist eigentlich ein Samenregal, ne? Ich krieg gleich einen Erfolg für 300 Sachen umbenannt. So. Die hier weg. Dann machen wir eine Kiste für Schmuck hier. Wie heißt das? Juwelen. Die ist dann einfach hier. Juwelen. Und was war das andere da? Das Bauzeugs. Da weiß ich noch gar nicht, wo, was, wie und wann. Ich weiß nur, dass das hier nervt. So. Ja, kein Plan. Achso, den Sarg kann ich jetzt auch wegmachen.
Im anderen ist was drin. Du machst ein paar gestützte Hölzer, hätte ich gesagt. Ich stell den Verschlinger direkt zum Erinnerer, ne? Das ergibt Sinn. Erinnern und vergessen. Klingt gut, ja. Macht sich gut, ja. Naja, geht so. Steht zu weit hinten. Mist. Egal. Sag mal, diese NPC-Typen lassen die Türen dann immer offen, oder wie ist das? Was du nicht die mit den Siegeln nimmst? Die machen die einfach auf und nie wieder zu. Oh, wir haben einen neuen Raum. Wait, what? Jo. Ach. Ach so. Werkstatt. Das ist jetzt die. Ach so, aha. Da ist das Zeug hin. Ah, das Malwerk braucht auch ein Werkstattbuch. Okay. Die Kiste hast du aber nicht rübergeschoben. Noch nicht, na. Okay. Warte, das war nicht die, die ist Steinzeug, da ist Holzzeug. Ist das die? Das ist die Holzkiste da. Passt. Ich kann es aber auch umbenennen. Na, passt schon. Ich glaube, es ist nicht viel drin. Da ist gar nichts drinnen, actually, so. Ja. Vielleicht sogar einfach Overkill. Also, aber ja, schauen wir. Ja, wurscht. Dann passt jetzt das, was da ist, passt am Ende auf hast du eh nicht genug Material aus der Kiste, den ich wirklich auf. Was braucht die Blutpresse? Braucht einen Alchemielaborbodenbelag. Natürlich. Mhm. Barbara, geh mal zur Seite. Danke. Die Babsi. NPCs sind ja ganz nett, aber ich glaube, ich würde ihnen einen Käfig sperren. So. Und Tobis Holzsack kann man eigentlich auch wegmachen, gell, Tobi? Ich glaube, der Gute braucht den immer. So. Ich habe wieder Unmengen Krempel im Inventar. Einmal das hier. Und das hier. Warte mal, Wetzsteine sind aus Kupferbahn in diesem Spiel. Massen oder muss so irgendwas aufteilen. Warum? Hä? Ich sag doch gleich, warum, weil ich nur zweites baut. Achso. Ich wollte mich fest Steine bauen. Ich hab mir nur das Schiff lassen. Achso, okay. Ich hab so viel Krempel denn noch dabei. Wir brauchen das dann nicht. Wettsteine, ich hab 20 im Moment da. LOL. Warte, ich hätte gerne die Hälfte vom Kupfer. Dann schmeiße ich die nämlich da in die Kiste. Dann haben wir bei der Werkbank immer Kupfer. Was braucht die Werkbank noch?
Was braucht man da zum Sachen bauen? Oh Gottes. Oh! Wir können jetzt gnadenlose Kupferäxte bauen, sehe ich gerade. Mhm. 9 Wettsteinern, oh shit. Muss jetzt nicht. Aber ich finde den Bogen gar nicht so schlecht. Mit etwas Mühe können wir uns Stufe 4 Ausrüstung craften. Leute. So, entweder Marodeur oder. Achso, das ist alles durcheinander, ne? Ja, das ist kein Set mehr. Da müssen wir jetzt alle Teile finden. Okay, dann bringt es nicht so viel. Ja, schade. Schade. Okay. So. Achso. Wie passt die? Ich hab das schon richtig gemacht. Ja, was brauchen die jetzt? Leder, Faden, Kupferbarren. Wait, what? Achso, die Waffen brauchen so. Okay. Das heißt, ich brauche als Basis immer noch die Kupferwaffe mit Brettern. Warum baue ich Waffen aus Brettern? Das ist ein sehr seltsames Spiel. Dann gehen wir mal Leder rüber. Das ist für die Splinter, dass du schön ziehst im Bett aus. Ach so. Der. Bretter sind jetzt da drüben im neuen Abteil. Bretters, einen Stack Bretters haben wir gar nicht. Schattendinger, beste war nice. Wie kommt man die zu machen? Jetzt müsste man die Bewegungstempo bringen. Wir haben schon wieder einen Holzmangel irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Bretter hinkommen. Naja, dann haben wir zumindest ein paar Bretter. Die kommen jetzt da dazu. So. Lehm ist aus dem Mahlwerk. Warte mal. Das kann ja dann alles darüber, actually. Haben wir die getrennt, die beiden Mahlwerke? Da ist Steinmasse drin. Da ist auch Lehm drin. Und Steinziegel sind auch drin. Das ist, also, das ist quasi die Ziegelmanufaktur. Okay. Grabstab. Bloody hell. Grabstab ist da. Okay. Gut, es wird. Das heißt, bei Steinzeug kommt der Steinstab rein. Okay. Ah ja, da hat wir schon ein Stick von dem Zeugs. Lalala, Kistenmanagement Simulator. Und Leder. Gut, wir haben zu. Das Leder kann ich jetzt da nicht reinlegen. Okay. Gut, dann legen wir es hier rein. Ja, mit. Ich glaube, das ist gar kein Werkzeug. Ich mache jetzt eine Deko-Kiste, mir reicht's. Deko-Zeug. Oh, ups. Deko-Zeug. So, jetzt aber.
Das Anvisieren von dem Zeugs ist manchmal echt scheiße. Da ist dieses legendäre Lager für Schriftstücke. Glaubst du, das hätte ich jetzt gefunden? Ah. Gegenstandskategorie Wissen. Kleines Lager für Schriftstücke. Offener Bücherschrank. Zu lang. Offenes Bücherregal. Was? Das Spiel darf das kleine Lager für Schriftstücke mit bruchteiligem Anteil von Knochen und sonstigen Dingen nennen, aber ich darf es nicht irgendwie offener Bücherschrank nennen. Das ist ja frech. So. Wo war jetzt das Zeugs? Es ist einfach. Jetzt haben wir dreimal die ganzen Lager geändert, jetzt finde ich wieder nichts. Schrottkiste, Sarkoskiste, Juwelen, so heißen die. Genau, Juwelen. Juwelenkisten haben wir schon. Ja, hier. Dort hinten in der Ecke. Die Knöll. Da, wo ich stehe, ist eine Juwelenkiste für Juwelen. Da sind nur Juwelen drin. Also diese Art von Juwelen. Okay. Das ist Juwelen. Du meinst Edelsteine, richtig? Ja. Ja, ich hab's getrennt. Weil die Edelsteine... Oh Gott, ich komme nicht mehr klar. Edelstein-Arbeitstisch. Meine Fresse! Die habe ich irgendwann mal da abgelegt, weil ich dachte mir... Ah ja, die heißen auch Juwelen. Nein, nein, passt schon so. Alles richtig gemacht. Hey, Bob. Hallo. So, Herzen und Schneeblumen. Ich hab's gleich. Achso, ja, Bob, war schön, ne? Ja, ich sortiere jetzt noch mein Inventar weg. Da geht schon die Sonne auf, Bob. Und dann ist er halt aber auch wirklich... Ja. ...resackt. Was ist denn das hier? Blutrosengebräu. Ein Gebräu, das 40% deiner maximalen Gesundheit über 10 Sekunden wiederherstellt. 40% in 10 Sekunden, also 4% pro Sekunde. Der Heilungseffekt im Kampf ist begrenzt und bricht ab, wenn du Schaden nimmst. Ich hasse sowas. Ich will mich ja unfair healen können. Tja. Warum sind diese Dienersärge eigentlich rosa? Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich wollte eigentlich zu den Blutings. Wo ist das Blutings? Da ist das Blutings. Die Presse. Das gibt, warte, 4 verbesserte Dingens geben ein verbessertes Dingens. Wie heißen die? Unbefleckte Herzen. Okay. Cool, dann haben wir 4. Nice. Nice. Alchemie, nein. Kräuter. Wie hieß das? Samenbank. Ist jetzt alles beieinander. Oh mein Gott. Mein Inventar ist endlich leer. So, wie stellt man jetzt so Heilzeugs her? Und sind nicht dann... Da sind Herzen drin. Oh wow. Ich habe Herzen gefunden. Entschuldigung, könnte ich gewesen sein. Nö, nö, alles gut. Ich, was ist das verdorbenes Herz? Achso, nehme ich auch mit. Werde ich da grün markiert werden? Blutrosengebräu. Achso. Aber lass mich raten, das Blutrosengebräu können wir noch nicht herstellen. Brauch erstmal Chemidisch. Das heißt, das ist jetzt eigentlich noch zu gut für uns. Sollten wir uns noch aufheben. Okay. Das heißt, ich muss nach wie vor diese Drecksalbe machen, richtig? Sag mal, wo packe ich eine Juwelen hin? Ah, die, es gibt eine Juwelenkiste. Die Klunke oder die? Beim Haupteingang. Hinter bei Psycho Sarg gibt es eine Juwelenkiste da in der Nähe. Ah ja. So. Also, ich weiß, wie man den Alchemie-Tisch kriegen und switch. Es wird halt ein echter Hass.
Heute nicht mehr. Ich brauche eine Ratte, Fasen und Knochen. Wir könnten die Ratten. Wo haben wir Ratten? Naschen machen, süß. Nö, ich brauche eine. Ich gehe jetzt schlafen. Ich brauche eine Billigratte. Ich wollte eigentlich die andere Ratte machen. Es war mir eine Ehre, ich bin dann jetzt raus. Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Wie war das? Ich brauch die hier nicht speichern, ne? Nö, einfach raus und du bist raus. Haben wir keine einzige Ratte? Kann sein, dass ich noch welche im Inventar hatte, aber jetzt ist es zu spät. Brauchst du einfache Ratten, oder wie? Ja, genau. Zu Drecksratten. Ja, ich kann da glaube ich craften. Well, see ya. Craften? Ja, okay, Zeit überschreiten. Ach, das sind dieselben Ratten. Ha. Jetzt verstehe ich's. Also ja, alles gut, ich komme klar mit den Ratten. Ich musste mich nur orientieren. Knochen und Kross. Knochen sind Alchemie. Die kannst Bingo. Du noch, dann kannst du es aufklauben. Dann holen wir mal so ein paar Ratten. Wie lange dauert es? Geht so. 10 Sekunden eine Ratte. Miep, miep, wo ist die? Ach da. Ach, das waren gleich zwei. Okay, so viele Ratten brauche ich gar nicht, wie das produziert. Herstellung. Pflanzenfaser. Ich beklau das Ding jetzt einfach. So. Ich. Weil dann muss ich immer noch mit der Babysalbe rumlaufen. Because wir können noch nichts Besseres machen. But it's okay. Ah, dann bin ich fit fürs nächste Mal und mein Inventar ist jetzt auch leer und... Oh! Ich vergessen. Entschuldigung. Plötzlich geht das Ding wieder an, ey. Labala, Knochen, Alchemie. Das ist alles recht eigenwillig da mit diesen Lagern und diesem System von Gegenständen und so. Das ist interessant. Oh. Ich glaub, wir haben jetzt zwei Reihen vom gleichen Gemüse gepflanzt. Danke, Sandy. Oh. Keine Ahnung, wie man das korrigiert. Wahrscheinlich über den Baumodus. Naja. Egal. Ja, abbauen, mein Echtbauen. Aber ist drei Wurst. Ist doch jetzt mal egal, lassen wir jetzt mal wachsen. So, grüß Gott. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Da hinten. Die ist inactive. Okay, die brauchen wir jetzt eh nicht. Draußen ist ein Steingolem gespawnt. Direkt bei uns? Ja, der hat gerade. Ich war gerade da draußen. Soundcard. Was? Oh, ich hab wohl vor mir gelaufen, oder? Keine Ahnung. Ich komm grad von da. Achso, nicht bei uns. Da unten ist egal. Da unten sind die Peasants. Jo. Ich weiß nicht, was du noch rumzimmerst, aber wir können. Ich würde
Ist Wickramer, Mann. So. Ich mach dir sogar die Tür zu. Die Aufseherstiefel haben wir schon, oder? Der Joe will dich wieder da belästigen. Eigentlich bräuchte man noch eine Lederkiste, ne? Wobei, nö. Na, da ist Klamotten. Das. So. Das nimmst du und du ziehst zum Schrank. Ist das drinnen? Ach so. Momentan stapelt sich schwierig, das ja, schwierig. Das wird sich nur ändern. Schwierig. Sonst da wollen wir zum Tränkebrauen anfangen. Wir wieder Mangelware. Ja, brauchen das Alchemiezeugs. Ich habe jetzt, um hier Waffen bauen zu können, bei der Werkbank, ja, brauche ich jetzt zwei Kisten. Eine Materialkiste und eine normale Kiste. Weil das Leder nicht in die Materialkiste passt. Aber weil ich faul bin, will ich das ja direkt daneben haben. Nicht dann extra noch diese depperten Schränke da durchsuchen müssen. Jo. Barbara. So verstanden, dass man dann die Schneiderzimmer direkt daneben tut. Babsi kann auch zumindest die Tür noch wieder zumachen. Das ist doch schon mal was. So, der Mond geht auf. Speichern wir. Ja. Gut. Bin schon draus. Wie geht das? Ja. Du bist der Host des Spiels. Wenn andere Spieler damit verbunden sind, wird das Spiel auch für sie geschlossen. You don't say. Ja, war fähig heute. Ja, Verbindung ist echt viel überraschend. Ja, hab ich gemerkt. Das war jetzt ein bisschen krass oft. Krass oft bedenklich. Ungünstige Zeit? Mhm. Abends, meinst du? Na gut. Naja, mitten im Kampf oder... Achso, das Timing, ja, ja. Beim Kind von einem Kerngegner. I see. Ja. Na gut. Ja, dann auch dir gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Schöne Woche. Ja, danke dir auch. Danke, danke. Tschüss. Okay, Kinderleins. Ich gehe mit aus dem Discord raus. Für heute heißt es aus dem Maus. Jetzt pass mal auf. Wir haben eine neue Woche und neue Vorhaben bzw. alte. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir die Woche tun haben. Ich wollte ja eigentlich gestern schon was anwerfen. Sind wir jetzt nicht dazu gekommen. Wir können diese Woche streamen. Eigentlich sogar morgen, aber erst spät. Ha, muss ich mir nochmal überlegen. Wir streamen normalerweise mittwochs nicht, aber... Es könnte morgen gehen. Morgen würde ich aber spontan machen. Weil ich nicht weiß, wie spät es bei mir wird. Bis wir einen Stream überhaupt anwerfen können. Also 20 Uhr wird es locker. Locker. So, pass mal auf. Dann hätten wir morgen und Donnerstag. Jetzt ist die Frage, ob wir donnerstags wieder Starfield anwerfen wollen, was wir jetzt sehr lange vernachlässigt haben. Dann müsste ich erstmal die Mods updaten und dann schauen, was passiert. Und eigentlich wollte ich dieses Mod-Problem dann noch versuchen zu lösen, dass da die Hälfte nicht funktioniert hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da Bock drauf habe. Wenn das so aufwendig ist. So, ja, also wir haben... Morgen vielleicht spontan. Weiß ich noch nicht, was wir da machen. Müssen wir mal gucken. Donnerstag eventuell Starfield-Schmarfield. Ja, ich bin jetzt echt am Überlegen. Bei mir liegt nicht so viel Krams rum. Und Freitag können wir nämlich auch nochmal. Friday. You know? Freitag können wir auch nochmal. Samstag eher nicht. Mit eher nicht meine ich eigentlich, nope. Samstag. Kein Stream.
Und Sonntag mal wieder Chillout. Entweder schieben wir da einen Let's Test an. Ein Chillout Let's Test natürlich. Oder? Oder. Wir fangen was Neues, Altes an. Da haben wir leider viel zu viele Möglichkeiten. Ich wollte noch eine Runde Foundation spielen, gell? Ich habe gar nicht mehr so viele Sonntage das Jahr. Farthest Frontier ist noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe letztes Mal bei Mineralords gesagt, dass Foundation jetzt dann wieder dran wäre. In meinem Denken, in meinem Dünken. Da wollte ich mir unbedingt mal anschauen, wie das Spiel jetzt aussieht, so ganz allgemein. Fabled Dome haben wir durch. Farthest Frontier warten wir noch ein bisschen. Ich überlege gerade noch laut, ne? Sonst habe ich nichts direkt auf meiner To-Do-List. Ein paar Sachen sind da noch indirekt drauf. Warte mal, ich habe doch mal das alles aufgeschrieben. Was fehlt denn da noch? Nebukadnezar, das war's. Das war das, was mir gerade nicht einfällt. Das habe ich noch auf der Liste für so mittellange Projekte, ne? Wäre auch eine Option, dass wir uns Nebukadnezar anschauen. Das könnte man theoretisch auch schon am Freitag starten. Dann ist nur die Frage, was wir mal morgen, wenn wir spontan was machen. Aber ich glaube, das entscheide ich dann einfach spontan. So, Age of Mythology haben wir gemacht. Gerade so noch. Settlement Survival steht noch irgendwie auf meiner Liste. Ist, glaube ich, ein bisschen länger. Weiß ich noch gar nicht. Müsste ich mir ansehen. Oh Gott, und da sind da so viele RPGs, die ich mal spielen, Leute. Ein Problem habe ich noch. Das existiert aber nur hier drinnen, das Problem. Wir spielen ja eigentlich Starfield, so als Story Game, ne? Und jetzt kam aber doch plötzlich Fallout London raus, die Fallout 4 Mod. Da wiederum ist aber die Frage, ob das überhaupt auf meinem PC läuft, weil ich habe gehört, es gibt mit Fallout 4 seit dem Update so Schwierigkeiten, so gewisse. Müsste man also einfach mal testen. Jetzt wieder Zeit voraus. Ist schlecht für einen spontanen Mittwoch. Und nächste Woche mach mal, soweit ich es im Kopf habe, regulär Medieval Dynasty und du regulär Re-Rising. Und am Dienstag, wo wir Re-Rising spielen, startet dann aber auch die neue Diablo 4 Season. Das heißt, spätestens am Donnerstag würde ich gerne die Season starten. Oh, wait a second. Oh, warte mal. Wir sind am Wochenende dann aber auf dem Festival. Oh. Ich habe gar keine Zeit für die Season. Ja, bleibt alles spannend. Also, ich bleibe jetzt bei dem, was ich gesagt habe. Morgen, wenn dann spontan. Keine Ahnung was. Donnerstag. Eventuell Starfield. Ich meine, wir könnten auch irgendwas durchziehen, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das wäre auch eine Option. Leute wollen alle, dass ich One Human spiele. Ja, Mensch, ich weiß doch auch nicht. Wir gucken mal, ja? Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens am Donnerstag. Und ich glaube, morgen machen wir noch zumindest einen kleinen, oder? Und dann wieder am Freitag. Soweit mal der grobe Plan, ja. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Bye bye. Endscreen Time. Absolute Endscreen Time. Uah, geht schon direkt zu 23 Uhr. Gut. Ihr habt's gehört. Bis bald. Bye bye. Die Kaptenhöse war ja auch noch da. Gute Nacht. Ciao, ciao.